Okay, also wir müssen den Kindern jetzt irgendwie noch sagen, dass wir auf den Geburtstag gehen, aber es darf nicht wieder so einen Ärger geben wie beim letzten Mal. Das ist ja wirklich reichlich in die Hose gegangen mit Onkel Stefan und dem Indoor-Spielplatz. Wir sollten besser einen Babysitter engagieren, oder nicht? Ach Claudia, Schatz, das sind doch unnötige Kosten jetzt hier. Also ich meine, einen Babysitter brauchen wir doch nicht. Ah, ich sehe schon, ich sehe schon. Ich soll wahrscheinlich wieder auf Emma und Hannah aufpassen. Ich meine, beim letzten Mal, wo Philipp dann auch hier war, hat das dann nicht super geklappt. Hey, ihr beiden, ich habe tolle Neuigkeiten für euch. Ich spiele wieder euren Babysitter. Also Mama und Papa werden gleich mit der Überraschung kommen. Julian, haben die wirklich gesagt, dass du auf uns aufpassen sollst? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, letztes Mal waren die nicht so begeistert. Ja, aber ich meine, wer soll denn, überlegt doch mal, wer soll sonst auf euch aufpassen, ne? Ich bin halt der Coolste hier in der Luxusvilla. Also, mir würde da spontan jemand einfallen. Ich, weil ich die Älteste bin. Okay, jetzt wird's aber Zeit. Julian, Emma, Hannah. Oh, ich hoffe, sie fassen das gut auf. Ja. Ja, was ist denn los? Also, ihr Kinder, Papa und ich sind heute auf einem Geburtstag eingeladen und da möchten wir gerne hingehen, wie ihr vielleicht versteht. Ja, ich hab schon verstanden. Alles gut. Ich werde auf die beiden aufpassen. Euch wünsche ich viel Spaß. Also, wenn's nach mir geht, ich könnte auch auf die anderen aufpassen. Mir vertraut ihr doch am meisten. Also, Mama und Papa, ihr wisst, ich bin die Älteste. Ich bin total vernünftig. Ich kann das gerne machen. Also, vernünftig ist, glaube ich, niemand von meinen Kindern. Aber ich glaube, du bist noch am vernünftigsten, Hannah. Wir meinen dich. Kannst du bitte auf die anderen aufpassen? Ja, werde ich machen. Siehst du, Julian? So ein Quatsch. Du passt doch nicht auf uns auf. Oh, das ist wieder sowas von unfair, nur weil sie die Älteste ist. Immer dieses gleiche Argument. Ich war doch letztens der beste Babysitter. Okay, Kinder, wir wollen ja weg, aber wir haben uns doch gegen einen Babysitter entschieden. Ganz genau. Puh, Glück gehabt. Immerhin kein Babysitter. Alles in Ordnung. Naja, und ich kann ja auf die anderen aufpassen. Ach, meine kleine Hannah. Nein, nein, du passt nicht auf die anderen auf. Du bist doch die Jüngste. Natürlich wird euer Bruder Julian auf euch aufpassen. Er ist der Älteste und Vernünftigste. Ich kann wirklich guten Gewissens sagen, dass er euer Babysitter heute ist. Auf Julian ist wirklich immer Verlass. Da weiß ich ganz genau, dass hier nichts schiefgelaufen wird im Hause Vogel. Okay, Leute, dann mal alle mir nach. Heute gibt's Unterhaltung pur, sage ich euch. Was? Ich mach doch nichts mit dir. Das kannst du dir abschminken. Ich geh in mein Zimmer. Mann, ich finde das immer total blöd, dass Julian immer auf uns aufpassen soll. Ich kann mich dann wahrscheinlich noch nicht mal mit meinen Freunden verabreden. Ich sollte mir die Zeit wirklich vertreiben, indem ich hier an meinem Tablet zocke. Da kann er nichts gegen sagen. Du, Emma, können wir vielleicht zusammen spielen? Bitte, mit Puppen. Oh, Hannah, kannst du nicht mal aufhören zu nerven? Du bist ein nerviges kleines Baby. Ich habe keine Lust auf dich. Ich bin ein nerviges kleines Baby, das stimmt überhaupt nicht. Mann, ich bin schon total groß. Achtung, Achtung, Platz da. Mann, ich habe doch gesagt, ich will nicht mit dir spielen. Jetzt lass mich in Ruhe. Komm schon, Emma, hier ist noch Platz in meiner Kutsche. Du kannst mitspielen. Mann, ich will aber nicht mitspielen. Versteh das doch. Ich spiele jetzt Roblox. Lass mich. Emma, komm schon. Darf ich zugucken? Darf ich mitmachen? Kann ich auch mal? Nein, jetzt geh endlich raus aus meinem Zimmer. Ich hab's dir schon 100 Mal Bitte, gesagt. Bitte, Emma. Nein. Oh, die Kleinen wollen schon wieder streiten. Und wer muss natürlich wieder schlichten? Der große Bruder Julian. Hey, ihr beiden, ihr braucht euch nicht streiten. Also wir können auch gerne was zu dritt machen, wenn ihr wollt. Ja, Julian, ich will mit dir auf jeden Fall was spielen. Alle zusammen. Ja, gute Idee, gute Wahl. Also du weißt ganz genau, ich habe immer die besten Ideen von uns. Komm mal mit. Ja, jetzt nimm doch endlich die kleine Nervensäge mit und du bist auch an. Jetzt lasst mich beide in Ruhe. Julian, was spielen wir denn zusammen? Also, wir könnten ja... gute Frage. Ich hätte eine Idee, aber dafür brauche ich den Onkel Stefan. Suchst du etwa dein Handy, Julian? Das ist hier und ich glaube, hier hat jemand geschrieben. Deine Freundin, Mia. Oh, hör auf, das zu sagen. Mia ist nicht meine Freundin, das weißt du ganz genau. Eieiei, was sehe ich da? So, und jetzt raus mit dir und her mit meinem Handy. Also, ich muss jetzt ein Telefonat führen, ganz wichtiges. Bestimmt willst du deine Freundin anrufen und dein Küsschen geben. Freundin anrufen? Nein, niemals. Ich mache jetzt das, was wir unternehmen wollen. Und dann bin ich der Coolste hier. Ach Mann, jetzt bin ich schon wieder alleine. Emma will nicht mit mir spielen. Julian will nicht mit mir spielen. Oh, Onkel Stefan, auf dich ist echt Verlass. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Ja, also, ich habe erst nicht richtig verstanden, was du da wolltest, Julian. Aber, naja, jetzt habe ich das mitgebracht. Hatte ich zufällig noch da. Und ich weiß ja, du bist so vernünftig. Das ist bestimmt mit deinen Eltern abgesprochen, ne? Onkel Stefan, schau mir mal ins Gesicht und sag, dass ich lüge. Ich würde es niemals machen. Nein, das ist natürlich abgeklärt. Und so ist das richtig? So hast du dir ja, das ja vorgestellt? Ein Pool, in dem man nicht nass wird? Genau so sollte es sein. Vielen Dank. Super, dann muss ich aber los. Sag mir Bescheid, wenn ich wieder abbauen soll. Oh, das ist sowas von perfekt und sicher. Ich meine, jetzt kann auch die kleine Hannah hier rein. Die kann ja noch nicht schwimmen. Hannah, Emma, ihr könnt runterkommen. Ich habe eine Überraschung. Oh, Julian ruft. Ja, wir kommen, wir kommen. Und ich glaube, der ist am Pool. Das habe ich doch gehört, von wo er gerufen hat. Ich habe mir mal schnell Badeklamotten angezogen. Komm, Emma. Oh, nein, ich komme nicht. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Julian, da bin ich. Hallo. Wow, was ist das? Toll. Naja, also das ist ein Pool, wo du auch rein darfst, ohne Schwimmflügel. Oh, toll. Oh, ist das weich. Oh, danke,
echt der beste große Bruder, den man sich wünschen kann. Aber wo ist denn Emma? Ich meine, die muss auf mich hören. Wenn ich sage, Emma, komm runter, dann hat sie hier nach unten zu kommen. Oh, das kann doch jetzt nicht sein. Die hat sich wirklich verabredet, ohne mir Bescheid zu geben. Ich muss überhaupt nicht machen, was du mir sagst, Julian. Du bist weder mein Vater noch meine Mutter. Natürlich musst du auf mich hören. Ich bin der älteste Bruder. Es wird das gemacht, was ich sage. Und weil ich was richtig Cooles vorbereitet habe, dürft ihr jetzt auch alle rein. Malik, du auch. Oh, cool, danke. Aber ich habe gar nicht meine Badeklamotten dabei. Kein Problem. Also für diesen Pool brauchst du keine Badeklamotten. Glaub mir. Und weißt du was? Jetzt habe ich mir anders überlegt. Emma, du darfst nicht in den Pool rein. Außer du gibst mir ein Tablet. Also dein Tablet. Wow, cool. Also das habe ich ja noch nie gesehen. Hallo, Malik. Das hat Julian für uns gemacht. Ist das nicht toll? Komm rein. Oh, das fühlt sich richtig gut an, muss ich sagen. Auch so gemütlich. Na, das war mal eine Lehre vom großen Bruder vom Feinsten. Also, die hat jetzt gemerkt, dass ich sauer bin. Das kannst du dir abschminken, Julian. Ich gebe dir nicht mein Tablet. Ich höre nicht auf dich. Das wäre ja noch schöner. Dann gehe ich halt nach oben und bleibe alleine. Pff, was er sich immer einbildet. Oh, oh Mann, super. Das macht so viel Spaß. Oh, ich höre sie da unten, wie sie Spaß Juhu. Haben. Oh, ich wäre jetzt doch gerne unten. Mann. Oh, Julian ist immer so streng. Dann gebe ich ihm eben mein Tablet und dafür darf ich in den Pool. So, hier ist jetzt das Tablet. Kann ich jetzt bitte reinkommen? Ja, ich hab's. Ist einkassiert. Oh Mann, heute läuft's ja super für mich als großer Bruder. Wenn ich so recht überlege, dann sollte ich schon häufiger auf Julian hören. Er hat schon recht, was er macht. Oh ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, mein Tablet abzugeben. Ich hoffe, ich krieg's danach wieder. Und das war alles Julians Idee. Julian, der beste Bruder der Welt. Oh, ich bin so ein guter großer Bruder. Genauso sollte es immer laufen, ohne Probleme. Aber was ist jetzt da hinten los? Hey, Hannah, machst du da etwa in den Pool? Ich mach gar nicht in den Pool. Nein, ich mach nur in meine Windel. Ich gehe nie wieder in diesen Pool. Wieso denn? Ist doch gar nicht schlimm. Ist doch alles nur in der Hose geblieben. Tja, Julian, ich wäre jetzt nicht gerne an deiner Stelle, aber du bist der große Bruder und du musst dich jetzt darum kümmern. Oh, nein, also irgendwie, ich muss jetzt die Windel wechseln. Och, nö. Boah, ich kann's jetzt schon riechen. Oh, stinkt das. Oh, ich wünsche, ich werde heute mal nicht der große Bruder. Och, Hannah. Oh Mann, ist das früh, aber... Warte mal. Ich habe ja jetzt 6 Wochen Sommerferien. Oh Mann, jetzt habe ich kein Problem, so früh aufzustehen oder auch zu spät. Ist ja egal, jetzt sind Ferien. Oh, ich liebe Sommerferien. Das erste Mal, dass ich welche so richtig habe. Hallöchen, Emma. Heute ist der erste Tag der Sommerferien. Emma, bist du schon wach? Na, das ist jetzt aber ziemlich komisch. Emma ist längst schon wach, aber da ist es doch noch ziemlich früh. Wir haben gerade mal 7 Uhr. Ja gut, dass ich um diese Zeit wach bin, ist auch was anderes. Vielleicht ist sie schon unten oder so. Ich guck mal bei Mama und Papa, was die so machen. Hallöchen, ihr beiden, ihr seid schon Sommer... Hä? Wie? Ihr seid auch schon wach? Sind die etwa in die Ferien gefahren oder was? Oh Mann, wenn die jetzt ohne mich in die Ferien gefahren sind, also das hatten wir diese Sommerferien gar nicht geplant, aber dann gibt es sowas von Ärger, wenn die diesmal auf Play Mallorca sind oder vielleicht wieder auf dem Campingplatz. Das gibt richtig Ärger, dann gibt's richtiges Ferienchaos. Hey, guten Morgen, Hannah, bist du denn auch schon wach? Hannah? Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Wo seid ihr denn schon alle? Ich höre doch auch keinen. Ihr seid doch bestimmt nicht am Frühstücken. Müsst ihr aber. Hey, Pia. Na, wie geht's dir? Du, ich wollte dir nur eins sagen. Ich habe jetzt Sommerferien. Ist das nicht klasse? Und was ist eigentlich mit der ganzen Familie? Wo sind die? Haben die dich auch alleine hier gelassen? Sind fies, oder? Wahrscheinlich sind die schon so früh am Frühstücken, damit ich nicht mitessen muss oder so. Wahrscheinlich macht Mama Pfannkuchen. Oh Mann, oder Papa macht hoffentlich Spiegeleier. Da muss ich die nicht essen. Hey, wie könnt ihr nur... Hallo? Mama? Papa? Nein. Was macht denn die Polizei hier in der Küche? Hallo, hey, was wollt ihr hier? Das ist nicht die Polizeizentrale. Oder doch? Oder ihr seid doch jetzt nicht wegen mir hier, oder? Das bei Roblox, also das war mit Steve abgeklärt, wirklich. Deswegen bin ich in seinen Account reingegangen. Der hatte mir sein Passwort gegeben, wirklich. Ich wollte da nichts machen. Ja gut, ich hab ein bisschen seinen Account verändert. Er sieht jetzt aus wie ein Mädchen, aber das ist was anderes. Oh, nur Spaß. Ach, du musst also der Sohn von der Familie Vogel sein. Ach, wir wurden schon informiert, dass du ein Langschläfer bist. Mach dir keine Sorgen, alles gut. Also es geht nicht um dich, es geht um deine Schwester und um deine Mutter. Und die sind gerade beide auf der Polizeizentrale. Oh, okay, und... Ach so, ja gut, und was ist denn mit Mama, mit Papa und Emma? Wo sind die denn jetzt auf einmal? Sind die jetzt alle bei der Polizei? Ja, die beiden hatten sich bereit erklärt, eine Zeugenaussage zu machen. Das ist ein sehr dramatisches Thema, aber bleib du erstmal hier zu Hause. Oh Mann, um was geht's denn? Was haben denn Mama und Hannah so gemacht? Also haben die irgendwas Schlimmes gemacht? Naja, also schlimm ist es schon. Es geht um Diebstahl, um eine Designer-Handtasche. Aber dich geht das erstmal nichts an. Wir bleiben erstmal zu Hause. Oh Mann, wir bleiben jetzt erstmal zu Hause. Das sind ja tolle Nachrichten. Das heißt, ich habe die ganze Bude für mich. Und auch den ganzen Swimmingpool. Nur alleine für mich ist der heute da. Oh, das wird klasse. Naja, ich hoffe, dass Mama und Hannah wieder rauskommen. Vielleicht.
Moment mal, wart mal. Der Junge müsste doch genauso wissen, wer die Handtasche geklaut hat. Schließlich wohnt er hier und kennt auch seine Mutter und seine Schwester. Naja, aber meinst du wirklich, er würde gegen seine Mutter oder gegen seine Schwester aussagen? Naja, aber siehst du nicht, wie er sich gefreut hat, dass er alleine zu Hause ist? Also ich meine, eine Chance sehe ich schon bei ihm. Oh, das wird klasse. Den ganzen Tag einfach nur in der Badehose rumlaufen. Vielleicht sollte ich das die ganze Sommerferien machen, wenn das Wetter so bleibt. Oh, super. Junger Mann, also du hast ja eben mitbekommen, um was es geht. Um eine Designer-Handtasche. Hast du da irgendwas mitbekommen? Um eine Handtasche? Ja, natürlich. Also letztens, Hannah, als sie mich beim Fortnite-Spiel erwischt hat, hat sie sich danach eine Handtasche gekauft. Und naja, also sie hat gesagt, sie hat die gekauft. Und mit der kam sie dann nach Hause. Aha, dann sieh mal eine an. Das ist doch wohl ein Beweis, oder nicht? Also, junger Mann, wärst du auch bereit, das Ganze in der Polizeizentrale auszusagen? Das würde uns wirklich weiterbringen in dem Fall. Wie bitte? Was? Ich soll jetzt gegen meine Schwester aussagen und... dann entscheiden, dass sie ins Gefängnis kommt und ich dann ihr Zimmer bekomme für die nächsten 6 Wochen bestimmt. Oh Mann, ja, ich komme mit. Mama, ich verstehe das nicht. Warum kommen wir ins Gefängnis? Ich bin doch noch ein Kind. Hanna, ich weiß es auch nicht. Ich meine, das ist doch bestimmt ein Scherz von Julian. Der kommt hier gleich um die Ecke und sagt, it's a prank. Und dann liegen wir alle am Boden und lachen. Also das hoffe ich wirklich, weil ich habe ganz schön Durst auf Kakao, Mama. Und du hast wohl noch gar keinen gemacht. Also komm, schleunigst da raus. Ich weiß ja nicht, ob Julian irgendwie damit zusammenhängt. Also für mich sah das heute nicht nach Spaß aus, heute Morgen, als ihr abgeholt wurdet. Leute, ich bin jetzt da. Ich werde die Sache hier klären und dann können wir alle nach Hause. Naja, alle bis auf Hannah. So, junger Mann, dann wiederhol mal eben ganz kurz, was du gerade gesagt hast. Julian, kannst du denen jetzt mal bitte erklären, dass ich die Tasche gekauft habe von deinem Taschengeld und nicht geklaut habe? Wie bitte? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Also, du hast mir zwar gesagt, dass du die gekauft hast, aber ich glaube, dass du die geklaut hast, weil ich habe die 50 Euro ja immer noch bei mir. Julian, das stimmt doch gar nicht. Ich habe doch die 50 Euro genommen, damit ich dich nicht verpetzen sollte. Hanna, bist du dir wirklich sicher, dass du diese Tasche bezahlt hast? Ich meine, vielleicht hast du da irgendwie was verwechselt. Also, für mich scheint dieser Fall ganz klar zu sein. Wenn sogar der eigene Bruder sagt, dass die Schwester schuld ist, ja, dann wird es wohl auch so sein. Oh ja, so wird es sein. Sie hat diese Tasche bestimmt geklaut. Ja, gehe ich ganz stark von aus. Und können Sie die nächsten 6 Wochen jetzt hier behalten? Weil dann habe ich in den Sommerferien ein zweites Zimmer zur Verfügung. Und dann, Hanna, kannst du ja wieder raus, wenn die Schule anfängt. Julian, das ist jetzt gerade nicht dein Ernst. Du kannst doch nicht hier gegen deine eigene Schwester aussagen. Du weißt ganz genau, dass sie dein Taschengeld genommen hat. Also sag es der Polizei. Papa, ich weiß nicht, wovon du redest. Nein. Also, ich habe diese Tasche auch nie wieder gesehen. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie wirklich geklaut wurde. Sie wollte die wahrscheinlich verstecken. Julian, das kann doch wohl echt nicht wahr sein. Jetzt entscheidest du, dass ich ins Gefängnis komme? So ist es anscheinend. Aber meine Mama, die kann doch jetzt wieder raus, oder? Ich meine, wir müssen auch was essen und ein paar Ausflüge machen mit Mama, oder? Ja, ich denke, das können wir vorübergehend machen. Also, Claudia Vogel, die Mutter lassen wir erstmal raus und das Mädchen, das bleibt noch hier. Na gut, dann ist die Sache klar für mich. Claudia Vogel, Sie sind frei und Hanna Vogel, du verbringst die Sommerferien hier im Gefängnis. Oh nein, die ganzen Sommerferien hier im Gefängnis. Ich hatte so viele Pläne mit Philipp und mit Pia und mit Becky. Ich kann doch jetzt nicht wirklich beim besten Willen meine Tochter einfach hier im Gefängnis zurücklassen. Können Sie sie nicht auch freilassen? Nee, das geht nicht. Ich kann sie aber gerne wieder ins Gefängnis packen, wenn Sie das wollen. Tun Sie das, was ich sage. Los. Tja, Gerechtigkeit muss ja sein. Oder auch nicht ganz. Also, ich brauche halt das zweite Zimmer für die Sommerferien. Ich habe jetzt viel Zeit und ich muss viel machen. Tut mir leid, Hanna. Julian, bitte. Komm doch zur Vernunft. Ich meine, das kannst du doch nicht deiner Schwester Hanna antun. Tja, das hätte sie sich vorher überlegen sollen, als sie mich erpressen wollte mit Fortnite und mit den 50 Euro. Aber jetzt ist es zu spät und sie kommt doch in 6 Wochen wieder frei. Oh Mann, ist das klasse. Ich habe ein zweites Zimmer. Oh, riesig. Na egal, auch wenn es erstmal in den Farm bleibt, habe ich kein Problem. Hauptsache, ich habe jetzt ein zweites Zimmer. Hey Pia, ich habe tolle Neuigkeiten. Ich wohne jetzt für die nächsten 6 Wochen hier in diesem Zimmer. Und Hanna, die kommt nicht. Ich hätte niemals gedacht, dass dieses Bett mir mal gefallen wird. Aber jetzt, für die nächsten 6 Wochen, ist das in Ordnung. Ich kann ja mal hier schlafen oder in meinem Bett. Und ich meine, 6 Wochen jetzt im Gefängnis, das wird doch nicht so schlimm, Hanna. Ich finde, die übertreibt ein bisschen, oder? Julian, also wir müssen nochmal über diese Sache reden. Wir müssen jetzt nochmal zurück zur Polizei. Das kannst du deiner Schwester doch nicht antun. Ich meine, nur weil sie diese Tasche gekauft hat? Ja, Julian, ganz genau. Du hast doch selber gesagt, dass sie dein Taschengeld dafür genommen hat. Ja, das weiß ich aber nicht. Vielleicht hat sie ja das Taschengeld für was anderes ausgegeben. Und ich meine, jetzt habe ich für die nächsten 6 Wochen ihr Zimmer. Und so ist es jetzt. Und das möchte ich auch. Martin, das kann doch wirklich nicht sein. Mein eigener Sohn hat entschieden, dass unsere Tochter im Gefängnis landet. Das kann doch wirklich nicht sein. Was sind wir für eine Familie? Tja, ich würde mal sagen, Familie Vogel. Naja, ich muss jetzt zurück in das andere Zimmer. Ich muss jetzt erstmal meine Pläne machen für die nächsten 6 Wochen. Ich könnte natürlich aus diesem Zimmer ein reines Spielzimmer machen. Vielleicht mit Emma zusammen. Hey, Emma! Hey, Emma! Emma, was ist denn passiert? Hey! Ich finde das einfach nur furchtbar. Hanna ist die ganze Sommerferien nicht hier und ich bin alleine mit dir.
Hey, aber Emma, das ist doch gar nicht so schlimm. Wir können halt zu zweit immer spielen. Und ich meine, du hast vielleicht auch, okay, du hast kein zweites Zimmer, du hast immer noch dein Einzimmer, aber ist doch egal. Ja, aber wer spielt denn jetzt gemeinsam mit mir und meinen Puppen? Du bestimmt nicht, das hat immer Hannah übernommen. Ja, das stimmt, das werde ich immer noch nicht machen. Aber na egal, wir können ja was anderes spielen. Vielleicht auf dem Tablet oder so. Wir haben ja jetzt 6 Wochen Zeit und wir sind ja auch nur zu zweit. Du bist doch eigentlich im Gefängnis. Was macht ihr hier? Und die Polizei? Ist irgendwas? Oh, Hannah, bist du schon wieder frei? Sind die 6 Wochen schon wieder um? Mann, die Zeit rast. Also, deine Schwester hat uns was ganz Interessantes gesagt und wir haben hier in deinem Zimmer noch gar nicht nach Beweisen gesucht. Tja, Julian, ich schlage dich mit deinen eigenen Waffen. Guck mal, was jetzt passiert. Das kann doch gar nicht sein. Ich brauche dieses zweite Zimmer und... Also, sie hat diese Tasche geklaut. Ja, und ich weiß auch nicht, wo sie ist. Na, was haben wir denn hier? Ist das nicht die Designertasche, die wir momentan suchen? Was hat die denn in deinem Zimmer zu suchen? Was? Die war da eben noch gar nicht. Wie ist sie hingekommen? Hannah hat die bestimmt hier irgendwie reingetan, aber das geht ja nicht. Wir haben Gefängnis. Oh nein, komme ich jetzt ins Gefängnis oder wie? Tja, Julian, ich wünsche dir ganz viel Spaß im Gefängnis. Und dein Zimmer, das gehört jetzt die nächsten 6 Wochen mir. Tja, dann wechseln wir mal. Julian Vogel, ab ins Gefängnis mit dir. Wie kann das denn sein? Ich meine, das eine Kind kommt aus dem Gefängnis frei und das andere wandert direkt ins Kittchen. Was sind wir nur für eine Familie? Oh, das kann doch nicht sein. Oh, wie schnell hast du die Handschellen dran gemacht? Okay. Sie hat das Geld dafür genommen und auch die Tasche davon gekauft. Ist ja in Ordnung. Tja, Julian, das hättest du vielleicht vorher sagen müssen. Jetzt ist es zu spät. Oh, Hannah, ich freue mich, dass du wieder da bist. Naja, Julian, tschüss. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Ich will nicht ins Gefängnis. Nein, nicht. Hallo? Wo bin ich? Oh Mann, war das ein fieser Traum. Oh Mann, und das, jetzt wo ich schon den ersten Tag der Sommerferien habe, träume ich sowas Komisches? Oh, alles wegen Anna. Hey, Hannah, also, das mit der Tasche, das stört mich immer noch. Und weißt du was, also, wenn du so weitermachst, dann kommst du bald ins Gefängnis. Oh, Julian, ist das dein Ernst? Ich bin noch nicht mal richtig wach und du nervst mich schon. Ja, ich kann dir sagen, wieso, weil du immer noch diese Tasche hast und mir immer noch nicht die 50 Euro gegeben hast. Und weißt du was, in meinem Traum habe ich dich verpetzt und deswegen musstest du ins Gefängnis. Bitte? Wegen dir musste ich in deinem Traum ins Gefängnis? Ja, also ich habe gesagt, dass du diese Tasche geklaut hast und also weil ich dann dein Zimmer auch hatte für die nächsten 6 Wochen in den Sommerferien. Das war halt nicht der Plan. Julian, du weißt schon, dass wir Geschwister sind. Würdest du sowas auch in echt machen? Ich habe ihn nicht geklaut. Nein, oder doch? Oh Mann, ist mir auf jeden Fall egal. Auf jeden Fall will ich meine 50 Euro so schnell wie möglich haben, weil sonst weiß ich nicht, was passiert. Einfach mich verpetzen und ins Gefängnis stecken? Obwohl, im Traum würde ich das vielleicht auch mit Julian machen, aber in echt niemals. Emmerlein, bist du schon wach? Guten Morgen. Ich weiß, du musst heute nicht zur Kita, aber vielleicht hast du ja Hunger auf Frühstück. Oh, Mama, lass mich doch einfach schlafen. Ich will nicht. Okay, ich dachte, vielleicht hättest du Lust auf leckere Croissants und schönen Kakao. Vielleicht bleibt sonst nichts mehr übrig. Wie, was? Oh nein, ich muss sofort nach unten. Wir, die haben alles leer gefuttert. Danke, Mama, für das leckere Frühstück. Und ich mache mich jetzt auf zum allerletzten Schultag. Alles klar, Hannah. Und danke nochmal, dass du mir hier geholfen hast. Seid ihr jetzt alle fertig? Julian, hast du etwa immer noch Hunger? Oh Mann, also das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ich nehme so ein Croissant. Lecker. Weh, ihr habt schon alles ohne mich aufgegessen. Dann rast ich aus. Keine Sorge, Emma. Ich wollte dich nur aus dem Bett locken. Es ist noch genug für dich da. Also greif zu. Und ich muss Hannah eben gerade noch fragen, ob sie noch was zur Schule mitnehmen will. Vielleicht muss sie ihr noch ein Pausenbrot schmieren. Hä? Wie? Da ist gar kein Kakao in meiner Tasse. Ist da was noch in der Kanne drin? Nee, ist auch leer. Also ich glaube, Hannah hat den letzten Kakao mit in die Schule genommen. Ja. Was? Das kann ich doch nicht machen. Hallo, ich muss jeden Morgen meinen Kakao trinken. Das geht so nicht. Ist sie noch hier? Ja, also ich glaube schon. Ich glaube, sie wollen ihre Tasche holen. Na, warte, die schnapp ich mir. Den Kakao hole ich mir wieder. Ich glaube, das könnte richtig witzig werden, weil ich habe den letzten Kakao ausgetrunken, aber Emma weiß das ja nicht. Muss sie ja auch nicht. Oh Mann, das ist irgendwie ein total seltsames Gefühl. Der letzte Tag vor den Sommerferien. Einerseits freue ich mich, aber irgendwie bin ich auch total aufgeregt. Ah, Hannah ist also noch hier, ihre Tasche ist noch da. Da muss sie den Kakao versteckt haben. Ich freue mich auf jeden Fall, heute noch mal all meine Freunde wiederzusehen. Ab in die Schule. Oh nein, Hannah ist im Anmarsch. Wo ist der Kakao denn? Ich muss hier dringend verschwinden. So, ein letztes Mal meinen Schulrucksack aufsetzen und dann werfe ich den für die nächsten 6 Wochen in die Ecke. Oh Mann, ist der schwer. Musste ich echt jetzt am letzten Tag noch so viele Bücher mitnehmen? Hannah, da bist du ja. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du noch ein Pausenbrot möchtest. Soll ich dir noch eins schmieren oder ein Croissant oder sowas? Nein, Mama, danke. Also ich glaube, mein Rucksack, der ist bis oben hin voll. Und ich hole mir vielleicht was beim Schuhkiosk. Oder sonst, ich habe ja sowieso nicht so viele Stunden. Ich komme ja gleich schon irgendwann wieder. Naja, dann gehe ich auch mal so langsam. Und ich hoffe, Emma ist immer noch nicht dahinter gekommen, dass ich den Kakao getrunken habe.
Julian, wo ist denn jetzt Emma hin? Wollte sie doch nichts essen? Ich meine, sie war doch gerade noch hier. Keine Ahnung, Mama. Also sie war eben ziemlich sauer, dass sie also keinen Kakao mehr hatte. Vielleicht ist sie in ihr Bett gegangen und heult jetzt die ganze Zeit. Tschüss, wünscht mir Glück. Ich bin gleich wieder da. Seltsam, die Kanne ist wirklich leer. Das waren doch bestimmt 2 Liter. Wo sind die denn hin? Du Becky, meinst du, wir machen heute auf dem letzten Tag noch irgendwie Unterricht? Vielleicht könnten wir ein paar Mandalas oder so malen. Oh ja, Mandalas malen, das wäre richtig klasse. Da hätte ich heute auf dem letzten Tag noch Lust drauf. Hey Leute, na, seid ihr bereit? Hey Hanna, ja, sowas von. Wir fragen uns allerdings, was wir heute noch machen. Ich glaube, wir haben noch eine Stunde bei Frau Blume und dann haben wir nur noch Herrn Grob. Frau Blume? Oh, mir fällt gerade ein, ich habe letztens geträumt, dass wir noch einen Vokabeltest schreiben. Hoffentlich bewahrheitet sich das nicht. Oh wei, das hoffe ich auch. Kommt Leute, nach oben. Oh, der Fahrstuhl kommt mir heute richtig gelegen. Mein Rucksack ist total schwer. Ich glaube, die Treppe kann ich den nicht hochtragen. Na Mädels, freut ihr euch schon auf die Sommerferien oder werdet ihr die Schule hier vermissen? Ach, Frau Blume, vermissen würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, wir sind ganz froh, dass wir hier weg sind. 6 Wochen, keine Schule, yay! Also, ich bin immer ein bisschen traurig, wenn die Sommerferien anfangen. Dann sehe ich die lieben Schüler so lange nicht. Und ich liebe doch meinen Job so. Ach Mann, Frau Lieb, die ist so liebenswürdig. Aber leider ist sie ja keine Lehrerin. Die wäre echt die perfekte Lehrerin. Was wir wohl jetzt heute noch auf den letzten Tag hier in der Schule machen? Keine Ahnung. Ich meine, Frau Blume ist ja immer gut für eine Überraschung. Sollen wir ruhig einen Vokabeltest schreiben? Mir ist das egal. Ich bin immer vorbereitet. Bist du total verrückt geworden? Wie kannst du sowas sagen? Ein Vokabeltest? Ganz bestimmt nicht. Also ich werde einfach meine Füße hochlegen und nichts machen. Was soll denn schon am letzten Tag noch passieren? Morgen! Also nur weil das der letzte Tag ist, heißt das nicht, dass man sich hier so aufführen kann. Füße vom Tisch, Pia! Und schon bin ich wieder zurück in der Realität. Guten Morgen, Frau Blume. Mann, da freue ich mich auf jeden Fall nicht wiederzusehen. Oh Mann, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich mag Frau Blume irgendwie nicht. Bis heute nicht, die ist mir irgendwie unsympathisch. Ich weiß nicht warum. Kinder, nur weil heute der letzte Tag ist, heißt das nicht, dass wir keinen Vokabeltest schreiben. Ach ja, da haben wir es ja. Vokabeltest auf dem letzten Tag. Jetzt weiß ich, warum ich sie nicht mag. Also ein Vokabeltest am letzten Tag? Die Noten stehen doch schon längst. Also ich verstehe nicht, warum. Ach Philipp, ich glaube, du brauchst gar nicht mit ihr diskutieren. Wenn die sich irgendwas in den Kopf gesetzt hat, dann machen wir das sowieso so. Ach nee, der Philipp, der hat wieder hier was einzuwenden. Also wenn du möchtest, dann kriegst du eine 6 Arbeitsverweigerung. Und dann werde ich das auch noch auf dem Zeugnis ändern. Ja, das kann ich. Ja, ist ja gut, ich schreibe schon mit. Hauptsache meine Note bleibt. Ich glaube aber nicht, dass alle hier gelernt haben. Oh Mann, Tessa, das ist alles nur deine Schuld. Du hast es heraufbeschworen. Du hast vorhin schon davon geredet und jetzt ist es eingetreten. Mann, bist du eine Hellseherin? Reg dich ab, Ronja. Ich meine, mir kann dabei sowieso nichts passieren. Ich habe Privatunterricht. Ich bin immer bestens vorbereitet. Diese Vokabeln werden für mich ein Klacks sein. Ich bin schon immer eine Unit voraus. Mindestens eine. Also Kinder, einen Moment. Ich werde jetzt kurz noch die Kopien für den Test abholen. Hanna! Hanna, hallo? Ist sie weg? Kann ich rauskommen? Hanna? Hä? War das... Warte mal. Ich höre doch Emmas Stimme oder höre ich nur die... Also Hanna, die hat doch... Hat sie nicht deinen Namen gerufen? Philipp, ich dachte gerade, ich hätte mir das eingebildet, aber ich habe das auch gehört. Boah, war da eine Luft drin? Hanna, hast du da mal ein Pausenbrot drin vergessen? Das hat total ekelhaft gerochen. Voll verschimmelt. Blech. Hanna, was machst du denn hier? Wie bist du überhaupt in meine Klasse reingekommen? Wir haben doch gerade Englisch. Naja, Julian hat gesagt, dass du meinen Kakao ausgetrunken hast und dass du die letzte Packung in deinem Rucksack versteckst. Die wollte ich natürlich suchen und dann bin ich da reingeklettert und jetzt bin ich hier. Oh, Emma, das kannst du doch nicht machen. Also, du musst dich irgendwie verstecken. Unsere Englischlehrerin kommt jeden Moment wieder und die will einen Test mit uns schreiben. Die wird nicht begeistert sein. Frau Lieb, also, wo ist denn jetzt der Vokabeltest, den ich schreiben möchte? Haben Sie den ausgedruckt? Wie, was? Den brauchen Sie heute? Am letzten Tag? Ach so, ich dachte, das sei für nach den Ferien. Oh nein, natürlich nicht, natürlich heute. Oh ja, ich warte kurz. Mann, diese unfähige Sekretärin. Also ein bisschen seltsam finde ich dabei das jetzt schon. Ich meine, am letzten Tag Vokabeltest, warum macht sie das? Will sie die Schüler ärgern? Okay, Leute, ich werde euch helfen bei dem Vokabeltest. Wer von euch ist am besten in Englisch? Ach Emma, was machst du denn davon auf? Aufstand, geh da weg. Komm an, die sieht dich gleich. Versteck dich. Also ich bin Klassenbeste hier in Englisch. Ich habe auch zusätzlich noch Privatunterricht. Ich kann jede Vokabel, glaub mir. Alles klar, Tessa, dann komme ich zu dir. Ich verstecke mich hier bei dir, okay? Alles andere später. Also gut, Kinder, entschuldigt für die Verspätung. Jetzt habe ich den Zettel und die teile ich jetzt aus. Dann wird der Vokabeltest geschrieben. Was sind das denn bitte für Vokabeln? Die habe ich noch nie gesehen. Die haben wir noch nie drangenommen. Wo kommen die denn her? Keine Sorge, Pia, ich werde dir schon helfen. Hab Geduld. Also Tessa hilft dir, ich mach auch mit. 20 Minuten habt ihr Zeit und absolute Ruhe. Ab jetzt. Ach, und ich werde mir in der Zeit dieses schöne Buch ansehen. Ich glaube, da sind auch Blumen drin und ich liebe Blumen. Tessa, wie weit bist du? Los, beeil dich mal ein bisschen. Ich dachte, du wärst so eine Leuchte.
Na, selbstverständlich bin ich ein. Ich bin gleich fertig. Es fehlt nur noch die letzte. Moment. Hey, wird's jetzt mal? Die Zeit läuft. Ich weiß keine einzige Vokabel. Kinder, habe ich da etwa gerade was gehört? Hallo, absolute Ruhe, sonst hagelt es gleich Sechsen. Cousinchen, Emma, dir ist ja wohl klar, dass ich das nicht umsonst mache, ne? Also, da muss schon ein bisschen was rausspringen. Ja, sehr gut. Hier, Pia, der Zettel ist fertig. Du kannst schnell abschreiben. Los, los, los. Oh, yes. Das mache ich. Sieht gut aus. Keine Ahnung, wie Tessa darauf gekommen ist, aber wird schon richtig sein. So, und jetzt geht's noch weiter in die erste Reihe. Die ganze Klasse bekommt diesen Lösungszettel hier. Weh, das ist falsch. Und die Zeit ist rum. Stift hinlegen und keiner rührt sich von der Stelle. Na, dann wollen wir mal schauen. Oh, Ronja, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und Emma, hast du dir überlegt, wie du das Ganze wieder gut machen willst, dass du mich jetzt hier so ausgenutzt hast? Ich weiß nicht so recht. Liebste Cousine Tessa, ich werde nur noch gute Sachen über dich erzählen und nie wieder was Schlechtes. Reicht das? So, dann will ich mal schauen mit meinem Rotstift. Ich hoffe, es sind auch ein paar durchgefallen. Das finde ich immer gut. Dann bemühen sie sich wenigstens beim nächsten Mal wieder. Oh Mann, danke nochmal, Emma, dass du uns geholfen hast. Und Tessa, übrigens auch an dich, vielen Dank. Ah, kein Problem, dafür bin ich doch da. Ich passe in jeden Rucksack rein. Ach ja, und ich will natürlich als Gegenleistung Kakao haben, ist ja wohl klar. Kakao? Ja, den kannst du haben. Den kaufen wir dir direkt beim Schulkiosk. Das gibt es doch nicht. Alle Schüler haben null Fehler. Dabei waren das brandneue Vokabeln, die hätte die doch gar nicht wissen können. Tja, jetzt wundert sie sich wohl, hä? Naja, wer anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein. Und jetzt schöne Sommerferien. Mann, oh Mann. Oh Mann, das kann doch echt nicht wahr sein. Ich wollte zu Steve und ein bisschen Roblox spielen und Minecraft, aber nein, der will ja nur TikToks machen. Oh Mann, ist das nervig. Darauf habe ich gar keine Lust. Ich verstehe auch gar nicht, warum der das auf einmal machen will. Vorher hatte er damit gar nichts zu tun und jetzt sagt er, guck mal, Julian, hier habe ich das und dies. Kannst du diesen Tanz? Nein, ich kann keinen Tanz. Ich kann nur I like to move it. Mama, Papa, ich sag euch die... Hallo? Mama, Papa... Oh Mann, wo sind die denn jetzt auf einmal? Ja, tauchen, ja, oh, was? Das Emma cool. Und Tana sind, glaube ich, am Pool. Oh, das brauche ich jetzt auf jeden Fall. Eine Abkühlung, das wäre gar nicht so schlecht nach dem ganzen Stress. Hey, ihr beiden, toll, dass ihr schon am Pool seid. Also, ich hatte heute so viel Stress wegen so einer Sache, aber ist egal, das möchte ich jetzt einfach vergessen und ein bisschen schwimmen. Julian, du kannst jetzt nicht schwimmen, das geht nicht. Wir sind gerade beschäftigt. Hä, wie meinst du das? Das ist doch der Pool von Familie Vogel, also auch mein Pool. Und ich meine, okay, beim letzten Mal habe ich euch nicht reingelassen, aber die Sache ist doch schon längst durch. Julian, ich hab's dir doch gesagt, das geht jetzt nicht, weil Hannah, die macht jetzt so einen TikTok hier im Wasser. Ja, und das ist echt total abgefahren, weil da bewegt sie sich so langsam und so. Und das ist so echt, als wenn sie im Wasser tanzt. Ist das dein Ernst? Oder versuche ich, bei Steve zu entkommen und jetzt bin ich zu Hause und ihr macht auch die ganze Zeit TikToks? Oh, das ist doch sowas von nervig, ich hab darauf keine Lust. Ist mir egal, ich geh jetzt einfach in den Pool und schwimme. Ist mir egal, ob ich im Video bin oder nicht. Och Mann, Julian, das ist doch echt nicht dein Ernst. Doch. Ich hab grad versucht, dieses Video nachzumachen, wo man so Geräusche macht. Oh ja, was jeder macht. Und jetzt bist du mir einfach ins Bett gelaufen. Nein. Oh, Julian, toll, danke. Ich hab das gesehen, das war fast schon perfekt. Naja, jetzt alles nochmal von vorne. Naja, ist egal, dann nehme ich jetzt einfach so lange was anderes auf. Vielleicht Lip-Sync. Ja, tut mir leid, da muss ich dein Video jetzt wieder kaputt machen, weil ich hier ein bisschen schwimmen will. Verschwinde, los, mach das in deinem Zimmer oder so. Ach nee, Julian, das geht nicht. Wir wollen die coole TikToks aufnehmen. Jetzt geh du doch in dein Zimmer. Ja, und ich bin dann als nächstes dran. Also entweder du machst jetzt hier mit oder du verschwindest aus dem Pool. Oh, weißt du was? Ich hätte niemals gedacht, dass das passiert, aber dann gehe ich halt aus dem Pool. Dann bleibt ihr hier, dann gehe ich oben zu Mama und Papa und erzähl das. Und dann dürft ihr mit dem Handy gar nichts mehr machen. Und Hannah, kann ich jetzt mitmachen? Also da können wir doch zu zweit so ein Video machen. Das wäre toll, lass mich auch mal. Ja, klar. Also ich werde mal schauen, welche Challenges es von TikTok gibt, die wir dann zu zweit machen können. Oh Mann, Video hier, Challenge da. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Könnt ihr nicht einfach im Pool schwimmen? Wir haben Sommerferien. Mama, Papa, wir haben kein Problem hier bei uns zu Hause. Ich versuche von dieser TikTok-App zu entkommen, aber das schaffe ich einfach nicht. Überall verfolgt mich das. Könnt ihr da nicht was machen? Hey, Mama, ich rede mit dir. Könnt ihr nicht das Handy von Emma und Hannah wegnehmen? Okay, Claudia, wie mache ich das jetzt? Also ich schaue in die Kamera und sage jetzt, hier ein paar unnötige Fakten über Eltern. Julian, was ist denn? Möchtest du irgendwas? Ich bin ja dabei, mit deinem Papa so ein witziges Video aufzunehmen. Also diese App, die ist echt klasse. Wie, ihr jetzt auch schon? Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Oh, ich dachte, oh nein, nicht meine Eltern. Das ist sowas von peinlich. Wieso denn? Also ich finde das ganz witzig. Ich meine, da gibt es auch keine Altersbegrenzung, oder? Ja, Julian, perfekt. Du kannst uns doch bestimmt helfen, oder? Wir wollten das sowieso zu zweit machen. Also kannst du nicht vielleicht das Handy halten so lange? Oh Mann, das kommt gar nicht in Frage, auf gar keinen Fall. Das ist ja sowas von peinlich und sowas von nervig. Sogar zu Hause werde ich hier die ganze Zeit von TikTok verfolgt. Oh, erst Steve, dann Hannah und Emma und jetzt sogar Papa und Mama. Oh, ich muss da entkommen, aber sowas von.
Julian, was ist denn? Warum bist du so aufgebracht? Stimmt irgendwas nicht? Natürlich stimmt was nicht. Es ist so schönes Wetter und alle wollen hier irgendwelche Videos machen. Das verstehe ich nicht. Julian, du musst dich nicht aufregen. Ich meine, du kannst Papa und mir auch wirklich dabei zur Hand gehen. Und zur Belohnung kannst du dir gerne ein Eis nehmen. Nein! Das kommt gar nicht in Frage. Ich werde euch jetzt nicht bei diesem Video helfen und euch Tipps oder so geben, auch wenn ich ein witziger Typ bin. Kommt gar nicht in Frage. Und ein Eis hole ich mir sowieso. Martin, tut mir leid, aber du musst das jetzt alleine machen. Das klappt so nicht. Mach doch einfach diese Selfie-Funktion. Ich muss hier raus. Ich muss hier ganz schnell raus. Ich weiß ganz genau, wo keine Videos aufgenommen werden. Auf dem Spielplatz. Oh, endlich, endlich. Hier wird schön gespielt. Das finde ich super. Keine TikTok-Videos und so ein Kram. Oh, da ist ja Steve. Hey, Steve, warst du nicht eben noch zu Hause? Warum sagst du mir nicht Bescheid, dass du hier beim Spielplatz bist? Steve, das kann doch nicht sein. Warum hast du jetzt dein Handy mit? Du machst doch nicht etwa... Nein, 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 bitte nicht. Oh, doch, natürlich. Also, die ganze Zeit in meinem Zimmer Videos aufnehmen ist doch langweilig. Ich wollte mal was Cooles machen, hier auf dem Karussell. Steve, kannst du nicht einfach wie in alten Zeiten einfach auf diesen Spielplatz kommen und einfach nur spielen und keine komischen Videos aufnehmen? Und außerdem, die sind nicht witzig bei dir. Guck, siehst du nicht Mia und Sarah, die spielen einfach nur auf dem Spielplatz. Nicht mehr und nicht weniger. Hey Leute, cool, dass ihr jetzt auch hier auf dem Spielplatz seid. Können wir einfach ein bisschen spielen? Die anderen Leute, die gehen mir heute ziemlich auf die Nerven. Naja, egal. Hey, Mia, Sarah, was ist denn? Hallo, ich rede mit euch. Ach, Julian, Mann, du bist gerade total im Bild. Wir nehmen noch ein Video für TikTok auf. Ja, Julian, siehst du einfach nicht, dass dieses Handy da läuft? Nicht reinlaufen ins Bild. Ich krieg hier noch zu viel. Oh, Mann, ey. Oh, am liebsten, wisst ihr was, würde ich jetzt das Handy nehmen und einfach nur ganz weit wegwerfen. Ja, kannst du ja machen, aber erst nach dem Video. Ich muss jetzt unbedingt diese Challenge hier hinkriegen. Oh, Mann, das kann echt nicht wahr sein. Oh, Mann. Hey, hey, Julian, ihr habt doch so einen Pool, oder nicht? Also ich würde mal gerne im Wasser so ein TikTok-Video aufnehmen. Weißt du, unter Wasser. Das kommt nicht in Frage. Oh, ich muss dieser App entkommen. Oh, TikTok entkommen. Ich weiß aber auch schon wo. Wo keiner was machen wird. Puh, endlich. Keiner ist da. Keine Kinder, keine Erwachsenen. Aber dass ich in den Schulferien wirklich hinkommen würde, hätte ich niemals gedacht. Es sind jetzt vor kurzem erst die Sommerferien gestartet und ich bin schon wieder in der Schule. Und das nur wegen TikTok. Oh, und unsere Klasse war sogar auf, ich meine, unten der Haupteingang. Warum eigentlich? Ist egal. Hier habe ich zumindest meine Ruhe. Ah ja, hier könnte ich eigentlich jetzt immer hinkommen und eigentlich immer spielen in Ruhe. Dann nervt mich keiner mit irgendwelchen Videos. Ich kann hier in Ruhe Roblox spielen oder Minecraft. Entschuldigung, junger Mann, was machst du? Julian, bist du das? Oh, hey, chillig, also ich dachte... Oh Gott sei Dank, sie sind ohne Handy unterwegs. Das freut mich zumindest. Oh, überall ist es. Also momentan, will ich nur in der Schule sein. Julian, habe ich das richtig verstanden? Du möchtest in der Schule sein, aber wir haben doch erst seit ein paar Tagen jetzt Sommerferien. Das verstehe ich nicht bei dir. Du hast dich doch so gefreut. Ja, habe ich auch, aber momentan ist ja auch egal. Ich wollte einfach nur entkommen. Und hier habe ich meine Ruhe. Ja, okay, aber das trifft sich gut. Du kannst mir vielleicht bei einer Sache helfen. Oh, ja klar, aber das ist doch jetzt. Nein, nein, nein. Ja, ich kann helfen. Ich kann schon helfen. Nein, mach dir keine Sorgen, das sind jetzt keine Schulaufgaben oder irgendwie sowas. Du kannst mir bei was anderem helfen, bei was sehr, sehr Wichtigem. Und zwar muss ich den Plan für das nächste Jahr schon ausstellen, wer welchen Lehrer bekommt, in welche Klasse und alles drum und dran, den Stundenplan auch schon. Oh, also ich wäre dafür, dass wir donnerstags und freitags den ganzen Tag nur Sport haben, das wäre super. Ja, Julian, natürlich wäre das super, aber wie soll ich das den anderen erklären? Ihr habt den ganzen Tag Sport und die anderen müssen Unterricht machen? Nein, nein, so einfach läuft das nicht. Aber ich denke, wir kriegen das hin. Aber die Frau Schillig, die bleibt doch unsere Lehrerin, unsere Klassenlehrerin, oder? Ja, also da bin ich gerade dran. Also die ersten Wochen ist sie noch nicht da, wegen der Elternzeit. Aber danach denke ich, ja, ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Ihr bekommt einen neuen Lehrer. Was? Neuen Lehrer? Oh nein, 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 nein. Also können wir nicht bei Frau Schillig bleiben, bitte? Glaub mir, Julian. Der Lehrer ist relativ jung, der wird dir gefallen. Na dann, okay, cool, cool. Also, Herr Schillig, vielen Dank, dass ich jetzt hier hinkommen konnte. Also, weil ich brauchte wirklich Ablenkung. Heute war so schlimm. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Bei mir zu Hause auch. Also, Julian, überhaupt kein Problem. Mich hat's natürlich auch gefreut. Du hast mir auch geholfen. Naja, und ich wollte dann mich vielleicht auch mal entschuldigen für Lehrer versus Schüler. Ich weiß, dass ich manchmal ein bisschen fies bin, wenn ich gewinne. Aber das ist halt manchmal so bei Wettbewerben. Ach, Julian, ist doch überhaupt kein Problem. Ich bin auch genauso drauf. Naja, freut mich, wenn's dir Spaß gemacht hat heute. Oh, und weißt du was? Weil du so fleißig warst, habe ich sogar eine Belohnung für dich. Oh, ja, cool. Wollen wir ein Eis essen oder so? Nee, nee, Julian, wir könnten ja zusammen so ein TikTok-Video aufnehmen. Das macht doch momentan jeder. Weißt du, wenn wir zusammen eins aufnehmen als Lehrer und Schüler, ha? Ich meine, du wirst doch bestimmt auch irgendwelche Videos aufnehmen. Das freut dich doch bestimmt. Oh nein, auf gar keinen Fall. Da wollte ich sowieso entkommen. Und jetzt auch sie entschuldigt. Oh nein. Oh, ich glaube, ich werde von diesem TikTok niemals entkommen. Niemals. So, der Kuchen ist jetzt fertig. Dann können wir ja jetzt aufbrechen zur Familie Schnösel und die Ferien einläuten bei Kaffee und Kuchen.
Dann suche ich mal die ganze Vogelfamilie zusammen. Hey Leute, wo seid ihr? Wir wollen los. Oh nein, Claudia möchte ja zur Familie Schnürse. Ich schlafe. Martin, tu nicht so, als wenn du schlafen würdest. Ich weiß, dass du wach bist. Du hast gerade erst deine Augen zugemacht. Na, dann hole ich mal die Kinder. Kinder, kommt ihr? Wir wollen los. Oh Mann, ich bin so froh, dass wir endlich Sommerferien haben. Anna, was soll ich wohl alles machen? Emma, Julian, kommt ihr? Wir wollen los. Mama ruft. Habt ihr das etwa schon vergessen? Wir wollen bei Tante Maren Kuchen essen. Das habe ich euch doch schon gesagt. Oh nein, Kuchen essen bei Tante Maren und bei Familie Schnürsel. Das ist echt jetzt das Letzte, was ich möchte. Ich will einfach meine Ferien genießen. Oh nein. Heute gibt's keinen anderen Ausweg. Ich werde mich einfach verstecken. Warum muss das immer so schwer sein? Dann gehe ich eben nach oben und hol die. Oh Mann. Hast du gehört, Julian? Mama ruft uns. Oh, dann gibt's wahrscheinlich Essen. Oh, am besten Burger und Pommes. Nein, hast du vergessen? Die will mit uns zu Familie Schnürsel gehen, zu der Verwandtschaft. Oh nein, das möchte ich jetzt absolut gar nicht. Oh, zu Nils Schnürsel habe ich gar keine Lust, den kann ich mir jetzt nicht geben. Erde an Hanna. Hanna, wir wollen los. Hanna? Der Laptop ist noch auf, Video läuft auch noch, aber wo ist denn Hanna hin? Sehr komisch, aber vielleicht ist sie ja bei Emma und Julian im Zimmer. Oder vielleicht im Bad. Nee, hier ist keiner. Oh, hier wird mich Mama bestimmt nicht finden. Super Versteck, Julian, super Versteck. Und ich kann zu Hause bleiben und nicht zur Familie Schnürsel. Oh, wo soll ich denn jetzt so schnell hin? Ich finde nicht so schnell ein gutes Versteck, oh Mann. Julian. Julian ist auch nicht da. Sollten die etwa alle gemeinsam bei Emma im Zimmer sein? Das wäre wirklich ungewöhnlich. Ich werde jetzt ganz schnell hier drunter klettern. Dann wird Mama mich hoffentlich nicht bemerken. Oh nee, Emma, du jetzt auch noch? Ich meine, wir wollen doch los. Wir haben einen Termin. Das kann doch wirklich nicht sein, dass ihr euch jetzt alle hier versteckt. Also langsam hört der Spaß wirklich auf. Julian, Hanna, kommt jetzt aus euren Verstecken raus. Emma, kannst du bitte sagen, wo sich deine Geschwister versteckt haben? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und wenn ich es wüsste, dann dürfte ich es nicht sagen. Ach nee, als ob ich dich nicht sehen würde. Julian, was machst du denn da auf dem Regal? Das biegt sich schon durch. Komm da runter. Oh, dein Ernst? Wie hast du mich denn hier gesehen? Oh, toll. Ich dachte, das wäre mein neues Versteck, aber nein. Oh Mann, Mama hat mich echt nicht gesehen. Super. Ich hoffe, die sind jetzt schon auf dem Weg zur Familie Schnürsel. Ich werde mich mal wieder vorsichtig rausschleichen und dann kann ich weiter Videos gucken. Ach, das wird ein toller Ferientag. Hanna, ich sehe dich. Wir sind noch nicht bei Familie Schnürsel. Oh Mist, zu früh gefreut. Hi Mama, ich suche gerade was auf dem Boden. Oh Kinder, immer wieder das gleiche Theater, wenn wir zu der Verwandtschaft wollen. Das ist doch toll, wenn wir mal Tante Maren und so besuchen gehen. Das mit dem Schlafen hat ja nicht geklappt. Dann gibt es eigentlich nur noch einen Ausweg, ja. Martin, das kann doch jetzt nun wirklich nicht dein Ernst sein. Ich meine, bei den Kindern habe ich mich schon aufgeregt, aber dass du das jetzt auch noch machst? Wie alt bist du eigentlich? Ja, was? Wie bitte? Oh toll, ich habe es nicht geschafft. Kann man mich noch sehen oder wie? So, jetzt wo alle hier sind, können wir jetzt endlich los. Oh, Mann, oh Mann, das war eine schwere Geburt. Claudia, was wollt ihr denn hier? Wie, und die ganze Familie Vogel? Ach nein. Hi Maren, aber wir wollten uns doch heute treffen. Hast du das etwa vergessen? Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir uns verabredet haben und uns treffen wollten. Also, als hätte ich nichts Besseres zu tun, als mich mit euch zu treffen. Oh, also das ist für uns gar kein Problem. Wir können gerne jetzt wieder gehen. Ist überhaupt nicht schlimm. Finde ich gar nicht so schlimm. Wir sehen uns in 10 Jahren. Julian, ich habe deinen Plan schon erkannt. Nee, du gehst ganz bestimmt nicht weg. Du bleibst hier. Ach, na gut. Wenn ihr jetzt sowieso schon hier seid, dann könnt ihr euch da an den Tisch setzen. Ja, ich koche Kaffee. Oh, die anderen sind übrigens alle oben. Na gut, ihr Lieben, dann geht ihr doch vielleicht zu euren Cousins und Cousinen und ich werde mit Tante Maren hier Kaffee und Kuchen vorbereiten. Oh, ich habe keine Lust zu denen. Zu wem sollen wir denn jetzt gehen? Der eine ist schlimmer als der andere. Ganz genau. Wisst ihr was, Leute? Ich habe eine Idee. Kommt, wir gehen einfach hier ins Badezimmer und verstecken uns hier. Was wollt ihr denn bitte schön hier? Ich bin gerade beim Training. Oh, naja, der Plan hat wohl nicht geklappt. Hallo Tessa, was wir hier wollen, eigentlich, was machst du da? Ich nehme diesen Sommer an einem internationalen Leichtathletik-Trainingscamp teil und jetzt muss ich mich natürlich darauf vorbereiten. Und schaut mal her, den Kopfstand, den kann ich schon perfekt. Und schaut euch mir erst mal eine Liegestütze an, also die können sich wirklich sehen lassen. Und jetzt, wo ihr schon mal hier seid, könnt ihr gerne meine rhythmische Sportgymnastik-Choreografie angucken, die hat's wirklich in sich. Nein, danke, Tessa. Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich dich die Sommerferien lang nicht sehen muss. Und tschüss. Bitte was? Das kann man sich doch nicht entgehen lassen. Ich meine, so eine Gelegenheit gibt's nie wieder. Emma, Julian, mir nach. Wir gehen weiter. Also, nee, bei Tessa bleiben wir auf gar keinen Fall. Naja, gucken wir, was Nils so macht. Vielleicht ist er ja heute mal ein bisschen besser drauf und man kann mit ihm spielen oder so. Was wollt ihr denn hier? Oder wer stört mich jetzt hier bei meiner Arbeit? Wir arbeiten? Ich dachte, wir haben doch Ferien, oder nicht? Tja, Ferien? Das ist nichts für mich. Ich muss immer arbeiten. Ich meine, ich werde diese Sommerferien in ein Businesscamp gehen und ich meine, ich muss arbeiten. Naja, aber wenn ihr hier schon mal hier seid, ich kann euch ja meine neue Präsentation zeigen, hä? Also ich habe ja nicht so viel Ahnung, vor allem nicht von solchen Sachen, aber hält er nicht das Ding falsch rum?
Emma, keine Ahnung. Und ehrlich gesagt interessiert es mich auch gar nicht. Will Nils uns da jetzt eine Präsentation halten? Tut mir leid, aber das kann ich mir echt nicht antun. Das ist ja die reinste Folter. Ich geh mal zu Isabel. Also ihr beiden habt wirklich sehr, sehr viel Glück. Ihr werdet jetzt von etwas erfahren, was noch keiner weiß. Na, da bin ich ja mal gespannt. Was wissen wir nicht? Ich meine, könnt ihr das hier nicht sehen? Die Gewinnkurve nach dem ersten Quartal steigt und dann... Naja, das verstehe ich noch nicht. Was für ein Quadrat? Na egal, also was sagt ihr denn zu meiner Wettbewerbsanalyse? Ist doch sehr fundiert, oder? Also ich verstehe wirklich nur Bahnhof und irgendwie habe ich auch keine Lust, hier unsere Sommerferien so zu verbringen. Ach, du hast recht, Emma. Nils, tut uns leid, wir haben keine Zeit, wir müssen weiter. Viel Erfolg, tschüss. Oh, mes amis, bonjour. Hey, Emma, Hannah, also hier in dem Zimmer von Isabel geht's eigentlich noch. Die redet, glaube ich, was redest du da? Spanisch, Chinesisch? Eins verstehe ich nicht. Warum muss Familie Stößel eigentlich immer so anstrengend sein? Und jeder besucht irgendein Camp. Business Camp und Leichtathletik Camp. Oh Mann. Je m'appelle Isabel. Was quatschst du denn da, Isabel? Was soll das für eine Sprache sein? Ach, Emma, also ich merke, du sprichst kein Französisch. Ich spreche ziemlich perfekt Französisch und in diesem Sommer werde ich ein Sprachcamp besuchen. Wenn du möchtest, kann ich meine Eltern fragen, ob du mich begleiten kannst. Das würde auch gut dir sehr gut tun und du könntest viel lernen. Was? Ein Sprachcamp? Nö, mach ich nicht. Ich habe ganz andere Sachen in diesem Sommer vor. Tja, das ist dann wohl eine Gelegenheit, die du dir entgehen lässt. Also ich werde nach den Ferien zurück in die Kita kommen und perfekt fließend Französisch sprechen. Du wirst sehen. Also mir reizt, kommt Hannah und Julian. Absolute Zeitverschwendung. Machen wir nicht weiter. Ja, also Martin und Claudia, unsere Kinder besuchen in diesem Sommer eben ganz tolle Camps. Isabel ein Französisch-Camp und Tessa ist auf dem internationalen Sportkongress mit dabei. Und naja, Nils, ihr wisst ja, er ist immer geschäftlich unterwegs und er besucht auch ein Business-Camp. Also ganz ehrlich, Mama und Papa, wir halten das hier nicht länger aus. Können wir jetzt bitte nach Hause gehen? Die Kinder haben recht, ich versuche das wirklich immer wieder, aber ich halte das hier auch nicht aus. Marin redet nur von sich, ohne Unterbrechung. Also gut, Familie Vogel, wir hauen dann mal ab, das war's. Ach ja, dann tschüss. Also, ist mir sowieso recht. Ich habe so viel zu tun. Ich muss gleich noch ein paar tolle Instagram-Posts machen. Oh Mann, was war das denn schon wieder? Tessa ist so nervig. Ach, tut mir leid, Kinder. Ich verstehe das ja, dass ihr eure Ferien so nicht beginnen wollt, aber ich dachte, das ist eine gute Idee. Also, was machen wir denn mit dem Rest des Tages? Wie wär's? In Aquapark, hä? Oh ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Das sollten Kinder machen. In Aquapark gehen und nicht in so ein Business-Camp. Oh Mann. Ja, oder so ein Französisch-Camp. Ich meine, ich würde lieber einfach so campen fahren. Da muss man doch nicht Französisch reden. Ja, ganz genau. Und ein Leichtathletik-Camp finde ich auch total übertrieben. Lass uns einfach alle schwimmen gehen. Na, dann wollen wir mal. Auf in den Aquapark. Oh yes, yeah, let's go. Ich liebe Sommerferien. Moment mal eben ganz kurz. Martin, hättest du das nicht irgendwie mit mir abklären können? Aber naja, mir ist das auch ganz recht. Ab in den Aquapark. Danke für das Frühstück, Mama. Oh, ich liebe es zu frühstücken in den Ferien. Das ist immer so toll. Ich bin ausgeschlafen, hab richtig Hunger und es gibt immer was Tolles zu frühstücken. Zum Glück nicht die Spiegeleier vom Papa. Und dann kann ich immer gemütlich in mein Zimmer und einfach erstmal zocken. Das ist ein toller Start in den Tag. Aber dafür brauche ich mein Tablet, aber ich weiß ganz genau, wer das genommen hat. Emma, wir haben was abgeklärt. In den Ferien, da hab ich morgens das Tablet und abends du. Emma? Es kann doch nicht sein, dass sie jetzt schon wieder verschwunden ist. Spielt die schon wieder Versteck mit Papa? Kann eigentlich nicht sein. Oh, wobei, ich weiß ganz genau, wo sie wahrscheinlich ist. Oh, super. Jetzt, wo Hannah eine Woche weg ist, kann ich hier die große Schwester spielen. Und das ist jetzt mein Zimmer. Und weil ich jetzt die große Schwester bin, bestimme ich über all die Dinge. Zum Beispiel über das Tablet oder das alte Handy von Hannah. Mann, was für eine Aussicht von diesem Hochbett. Emma, was machst du eigentlich in Hannas Zimmer? Eigentlich wollte ich hier für die Woche hier rein. Naja, ist ja egal. Jetzt gib mir mein Tablet her. Ist meins. Na, Jungchen, werd mal nicht frech. Wie redest du eigentlich mit deiner großen Schwester? Du solltest dich sofort entschuldigen bei mir. Emma, du denkst jetzt nicht wirklich, dass du Hannah bist. Ich meine, sogar wenn sie die Ältere ist, redet sie noch nicht mal so, darf sie noch nicht mal mit mir. Was? Ich kann machen, was ich will. Ich bin die Coolste, die Schönste, die Beste von allen hier. Also, ich kann machen, was ich will. Emma, du denkst doch nicht wirklich, dass du die Coolste hier bei uns im Haus bist. Oh Mann, du bringst mich immer zum Lachen. Aber na klar bin ich die Coolste hier. Wer denn sonst? Und außerdem habe ich gerade so ein Video gesehen mit einer ganz neuen Challenge. Die kennst du gar nicht. Pausen-Challenge heißt die. Die soll neu sein? Da merkt man, dass du hinterm Mond lebst. Die ist doch schon voll alt. Die haben schon alle gemacht. Ja, dann können wir die doch auch mal ja, machen. Ja klar, wenn du dich das traust. Na gut, dann Julian, Pause. Und es gibt auch noch verschärfte Regeln. Was es wird nicht geredet, wenn Pause ist. Also, pssst. Oh, toll, mein Rücken tut jetzt schon weh. Das war doch nur ein Spaß mit der Pausen-Challenge. Oh Mann, ich darf hier nicht reden. Oh, toll. Also, während du hier schön Pause machst, werde ich mich um ein paar Sachen kümmern.
Zum Beispiel mit dem Skateboardfahren, der kann ja echt mich hier davon abhalten, aber dann hat er die Challenge direkt verloren, weil er sich bewegt hat. Julian, Steve, dein Kumpel, der ist am Telefon. Kommst du? Oh nein, ich wollte mich ja mit Steve beim Spielplatz gleich später treffen, aber jetzt darf ich mich nicht bewegen und nicht reden, weil sonst hat Emma gewonnen und das kann ich einfach nicht zulassen. Julian! Wie lange soll Steve denn noch warten? Steve, tut mir leid, ich muss nach oben. Julian kommt nicht. Oh Mann, das wird echt witzig. Mama beschwert sich schon über Julian, weil er nicht kommt. Oh. Julian, hörst du mich etwa nicht? Ich rufe dich die ganze Zeit. Junger Mahan, ich rede mit dir. Hallo, kannst du mich mal angucken, wenn ich mit dir rede? Oh nein, ich darf ja nicht reden und mich auch nicht bewegen. Oh, Julian, die Ferien haben gerade erst angefangen und schon nervst du mich. Ich tu das Telefon einfach hier hin. Geh ran, wenn du willst oder nicht. Lass Steve ruhig warten, mir egal. Hallo? Hallo Julian, bist du da? Julian, wir wollten uns doch auf den Spielplatz treffen. Hallo? Oh Mann, du bist so blöd. Oh toll, Emma, wo bist du? Oh, ich muss doch gleich zum Spielplatz. Oh. Emma, weißt du eigentlich, was mit Julian los ist? Macht der irgendwie ein Spiel? Ich weiß nicht, Stopptanz oder so? Der berührt sich nicht von der Stelle. Also ich habe keine Ahnung, Mama. Ich denke, er hat wieder seine 5 Minuten und macht einfach nur Quatsch. Oh, Julian, Mann, du bist ja echt ganz gut da drin. Du bist ja immer noch hier, genauso wie ich dich verlassen habe. Na gut, dann wollen wir mal nicht so sein. Pause, Ende. Oh, Emma, wo warst du? Das waren bestimmt 10 Minuten. Und weißt du, wie mein Rücken jetzt wehtut? Warum hast du nicht gesagt, dass wir direkt damit anfangen? Und jetzt muss Steve, oh, der war doch am Telefon. Hallo, Steve, Steve. Oh, er hat schon aufgelegt. Oh, und ich hab's gehört vom Telefon da hinten sogar. Der war richtig sauer. Der hat mich richtig angeschrien. Danke, Emma. Ach, kein Problem, Julian. Das mache ich doch gerne. Ich bin jetzt erstmal auf der Toilette. Oh, das kann doch echt nicht wahr sein. Diese Pausen-Challenge ist eigentlich sowas von alt und jeder kennt sie. Und ich weiß auch ganz genau, wie sie funktioniert. Und, aber natürlich, Emma, wie wär's jetzt mit Pause! Hä, wie jetzt auch auf Toilette? Aber hey, ich muss doch jetzt wieder runter. Nicht reden! Ich kann Julian jetzt nicht schon den Sieg überlassen. Na gut, dann muss ich jetzt hier sitzen bleiben. Wird schon nicht so schlimm werden, glaube ich. Und Emma, du bist ja alleine im Badezimmer. Das heißt, da kannst du ja ein paar Minuten bleiben oder eine halbe Stunde, bis jemand auf Klo muss. Ja, Alarmstufe rot, Alarmstufe rot. Julian, mach Platz, ich muss ins Badezimmer. Ich muss ganz dringend auf Klo. Oh Mann, besser könnte es gar nicht laufen. Aber das muss ich mir jetzt mal mit angucken. Ha, Emma, also kannst du dich nicht bitte ein bisschen beeilen? Ich muss ganz dringend auf Klo. Oh, ich sitze jetzt schon ein paar Sekunden hier, aber nein, Papa kommt jetzt hier rein und hat bestimmt einen Riecher dafür. Der weiß direkt, was los ist. Mann, ich kann hier nicht weg, wenn Julian nicht Pause sagt. Also Pausenstopp. Emma, hallo, kannst du bitte nicht machen? Du machst ja gar nichts. Hallo, ich muss auf Klo. Emma, was ist denn los? Naja, ich habe ja noch nicht das Zauberwort gesagt. Oh Mann, Papa flippt aus. Hallo, Emma, ich rede mit dir. Warum machst du... Du sitzt einfach so auf Klo. Mit der Hose an. Oh Mann, jetzt wird's ganz schön peinlich. Ich darf aber nichts sagen. Emma, hallo, warum bewegst du dich denn nicht? Warum guckst du mich nicht an? Emma, tut mir leid, ich halte das nicht mehr aus. Was machst du hier? Nein, nein, nein. Was? Ich teile mir doch nicht mit dir eine Kloschüssel. Was soll das denn? Igitt. Julian, du hast es total übertrieben. Emma, was machst du denn hier? Papa wollte sich mit mir auf eine Kloschüssel setzen. Das ist echt eklig. Das ist alles deine Schuld. Ja, damit hast du eigentlich die Pausen-Challenge schon längst verloren. Aber nun gut, ich will nicht so sein, weil es macht ziemlich viel Spaß. Lass uns ruhig weitermachen. Ja, okay, aber wir müssen erstmal ein paar Regeln festlegen. Oh nein, das kommt nicht in Frage. Ich finde, die Regeln sind so schon ziemlich gut. Okay, Emmalein, ich habe dir dann einen schönen kalten Kakao gemacht, so wie du es gerne magst. Oh ja, lecker, das mache ich jetzt. Julian, wir sollten am besten eine kurze Pause von der Pausen-Challenge machen. Ich muss meinen Kakao trinken. Oh, das tut mir leid, Emma. Wie war das? Pause. Ja, Emma, für dich mal Pause jetzt. Am besten bleibst du da stehen und ich hole mir schön den kalten Kakao. Emma, was ist denn jetzt? Möchtest du den Kakao nicht trinken? Dann habe ich den ja umsonst gemacht. Mama, ich glaube, sie möchte den nicht. Sie hat gesagt, ich darf den ruhig trinken, oder? Emma, sag wirklich? Doch was sonst. Hörst du, Mama? Sie sagt gar nichts. Also kann ich den ruhig trinken. Ich glaube, sie hat nichts dagegen. Oder, Emma? Sag doch was. Oh, wie fies ist das denn? Innerlich, ich koche gleich über. Aber ich werde ihn jetzt nicht nochmal gewinnen lassen. Ich muss stark bleiben. Mmh, ist das lecker. Pause zu Ende. Aber auch der Kakao ist schon weg. Boah, Julian, das kannst du auch nicht machen. Das war mein Kakao. Also du übertreibst es echt. Das ist viel zu viel, wie du das hier überziehst. Tja, wer ist jetzt der Kurze und der Älteste? Mit mir hättest du dich halt nicht anlegen sollen. Na, du kannst was erleben, Julian. Der Tag wird noch richtig schlimm heute für dich enden. Glaub's mir. Ach, Emma, da bist du ja. Tut mir leid mit der Aktion im Badezimmer. Es ging aber nicht anders. Wie wär's denn jetzt, wenn wir beide mal ganz alleine in den Aquapark gehen, ha? Nur wir beide. Julian, tut mir leid. Du vielleicht morgen. Oh Mann, Papa, das wäre ja... Das wäre ja eine Pause wert, oder? Pause, Emma. Oh nein, jetzt kann ich gar nicht an... Oh Mann. Oh, Papa, ich glaube, sie ist jetzt wirklich sprachlos. Ja, ja, oder vielleicht möchte sie auch gar nicht mitkommen. Ja, Emma, was ist denn los? Warum stehst du denn auf einmal hier so ganz komisch? Was ist denn? Möchtest du jetzt kommen oder nicht? Oh ja, ich würde lieben gerne, aber ich darf sie nicht sagen, sonst verliere ich die Challenge schon wieder.
Also Emma, ich weiß nicht, was für ein Spiel du hier mit mir treibst, aber nee, so nicht. So gehen wir dann nicht in den Aquapark, dann gehe ich halt eben alleine. Oh, nein, 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 nein. Ich will ja mit, er soll mit mir zusammen hin. Oh, Mann. Oh, Emma, also wie kannst du das nur verpassen? Papa geht in den Aquapark, eigentlich nur mit dir und du möchtest nicht mit? Wieso denn nicht? Ja, jetzt lacht er noch, ne? Aber dann wird ihm das Lachen schon noch vergehen, ja, ja. Na gut, okay, Pause zu Ende. Na, wie ist es mit der Pausen-Challenge? Möchtest du das noch durchziehen? Ja, ich mach das auf jeden Fall noch weiter, aber weißt du was? Wir gehen jetzt ins Einkaufszentrum und da können wir weiterspielen. Na, traust du dich das vor all den Leuten? Ha, meine leichteste Übung. Ja, ja, das krieg ich auf jeden Fall hin. Habe ich hier und da auch schon mal in einem Video gesehen. Was soll daran schon so schwer sein? Als ob das peinlich wird. Na gut, Julian, also hier gelten die gleichen Regeln wie bei uns zu Hause. Egal wie peinlich es wird, du musst es durchziehen. Ja, ist doch kein Problem. Was soll denn hier im Einkaufszentrum überhaupt passieren? Also keine Ahnung, aber wie wär's denn, wenn du jetzt erstmal eine Pause machst? Pause, Julian! Als ob das schlimm wäre. Ich meine, ich sitze doch sowieso hier auf der Bank. Da kann doch gar nichts passieren. Hey, Steve! Emma, du bist ja hier. Sag nicht, Julian ist auch hier. Hat er mich deswegen nicht mehr angerufen, dass er heimlich ins Einkaufszentrum kommen kann? Ja, der hatte keine Lust, was mit dir zu machen. Der wollte lieber ins Einkaufszentrum gehen, als mit dir auf den Spielplatz. Ich wusste doch, dass er hier ist. Emma, schau lieber nicht hin. Der kann jetzt so richtig was erleben, sage ich dir. Oh, oh, was macht der denn hier? Also Julian, ganz ehrlich, das hätte ich von dir niemals erwartet. Wir hatten uns doch eigentlich für den Spielplatz verabredet, aber weil du abgesagt hast, bin ich dann mit Sarah und Kira hier in das Einkaufszentrum gekommen. Und wen sehe ich da? Julian Vogel, mein alter bester Freund. Warum redest du denn nicht mit mir? Bin ich nicht mehr dein Freund? Du bist richtig fies, sage ich dir. Ja gut, dann war's das jetzt. Wenn du nicht mit mir reden möchtest, dann rede ich auch nicht mehr mit dir. Es sei denn, du möchtest Roblox oder Minecraft oder Fortnite spielen. Dann melde dich einfach. Oh, toll, toll, toll. Nein, 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 ich werde nicht aufgeben. Ich werde nicht aufgeben. Diese Pausen-Challenge geht an mich. Oh Mann, das war's wohl mit der Freundschaft zwischen Julian und Steve. Oh, junger Mann, also dein Freund, der schien ja wirklich gar nicht begeistert zu sein. Der war ja wirklich traurig. Oh nein, jetzt möchte die auch noch mit mir reden, aber ich kann nicht reden. Ich muss still sitzen bleiben. Also sehr gesprächig scheint sie ja jetzt nicht mehr zu sein. Wie frech von ihm. Oh, junger Mann, könnten Sie mal vielleicht Platz machen? Ich würde mich gerne hinsetzen, meine alten Knochen. Und die Dame neben Ihnen ist ja schwanger und Sie sind noch so ein Jungspund. Können Sie bitte Platz machen? Oh, oh, Julian, ich glaube, das gibt Ärger. Oh nein, oh nein, oh nein, jetzt wird's so richtig peinlich. Ich darf mich nicht bewegen. Oh, junger Mann, hören Sie mich etwa nicht? Sie sind doch noch so jung und ich bin eine alte Frau. Also das ist ja wirklich eine Unverschämtheit. Jetzt möchte er doch nicht mal für eine ältere Dame hier aufstehen. Was ist mit dieser Jugend nur los? Also, dein Gesicht, das merke ich mir, wenn ich dich irgendwo mal sehen sollte. Also, von mir gibt's keine Bonbons. Oh, oh Mann, Julian, Pause ist zu Ende. Na, wie warst du auf der Bank? Oh, Emma, du musst es nicht so übertreiben. Das war viel zu fies. Weißt du, wie peinlich das war? Erst mit Steve und dann mit der alten Frau. Oh, ich wollte am liebsten aufstehen, weil so kenne ich das, aber ich konnte halt nicht. Aber trotzdem habe ich die Pausen-Challenge durchgezogen. Ja, das stimmt, aber der Tag ist ja noch nicht vorbei. Vielleicht kommt noch was. Egal, was kommt, Emma. Es wird bestimmt nicht so schlimm. Los, lass uns auf den Spielplatz. Hier im Einkaufszentrum reicht mir das jetzt schon wieder. Na gut, das können wir ja gleich machen. Aber mach doch erstmal Pause hier vom Geldautomaten. Toll, jetzt muss ich hier auch nochmal stehen bleiben. Ich hoffe, hier muss keiner gleich ran. Und jetzt wird es Zeit für meine große Revanche. Oh Mann, der kann was erleben. Entschuldigen Sie bitte, Herr Polizeikommissar. Ja, bitte? Ich muss Ihnen was ganz, ganz Wichtiges ja, ich dringendes höre. Sagen. Der Junge da hinten mit den roten Haaren und dem blauen Oberteil, der steht die ganze Zeit am Geldautomaten und ich glaube, der will den ausrauben, der will was klauen. Oh, vielen Dank für den Hinweis, ich werde mir das mal anschauen. Schau ich mir mal ganz, ganz gerne an. Hallöchen, junger Mann. Na, heute auch im Einkaufszentrum? Hallo, ich rede mit dir. Hallo? Oh, was will die Polizei denn jetzt? Oh, oh, ich stehe vor dem Geldautomaten, hab keine Karte. Oh, das sieht echt nicht gut aus. Oh Mann, ich glaube, Julian macht die Pausen-Challenge im Gefängnis weiter. Da darf er sich auch nicht rühren. Hallo, ich rede mit dir. Also wenn das so weitergeht, muss ich deine Eltern anrufen und wir müssen mit dir auf die Polizeistation. Was machst du hier vor dem Geldautomaten? Oh Mann. Nein, 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 kommt gar nicht in Frage. Das war's. Ich gehe nicht mit auf die Polizeistation. Tut mir leid, wir haben nur ein Spiel gespielt. Ich gehe ja schon. Na Julian, mit mir solltest du dich besser nicht anlegen. Bei der Pausen-Challenge, da macht mir keiner was vor. Also, gib dich geschlagen. Oh, Mama, ich liebe das einfach, wenn ich hier einfach mit dir auf dem Sofa sitzen kann oder liegen und dann gucken wir Peppa Wutz zusammen. Das könnte ich stundenlang machen. Ach ja, ich liebe das auch. Ich kann mich dann stundenlang nicht bewegen, weil du dann irgendwann einschläfst und ich dann hier festsitze. Sag mal, du Emmerlein, wie lange warst du eigentlich nicht mehr in der Badewanne? Ich habe das Gefühl, von deinem Kopf rieselt's irgendwie Sand. Keine Ahnung. Mama, jetzt guck doch einfach hin. Ich weiß nicht, letztes Jahr? Letztes Jahr? Das ist ja mindestens schon 7 Monate her. Emma, erzähl mir keinen Quatsch.
Oh, Mama, woher soll ich das denn wissen? Ich weiß weder die Uhrzeit noch, welcher Tag ist. Woher soll ich wissen, weil ich das letzte Mal in der Badewanne war? Emma, du hast heute Waschtag und das steht fest. Wo kommt denn der ganze Sand aus deinen Haaren her? Du hast den halben Spielplatz mitgebracht. Nö, ich gehe auf gar keinen Fall in die Badewanne. Ich hasse Haare waschen, mache ich nicht, ne? Martin, ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Was ist das denn jetzt für ein Problem? Ist das schon Alarmstufe Rot oder noch Alarmstufe Gelb oder Orange? Ich würde mal so sagen, Orange bis Rot. Emma will nicht baden gehen und du kannst das vielleicht übernehmen. Ich werde mich sowas von verstecken. Die werden mich niemals finden. Ich warte hier, bis ich heirate. Na, überhaupt kein Problem, Claudia Schatz. Ich habe hier meine Geheimwaffe und da kommt sie wirklich aus jedem Versteck raus. Na, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, so einfach ist Emma nicht zu fangen. Wo ist denn die Emma? Das ist doch ihr Zimmer eigentlich. Ich meine, was mache ich denn jetzt sonst mit diesem Kakao, der so lecker ist und auch mit dem Marshmallows? Oh, Kakao mit Marshmallows. Ich liebe das. Oh Mann, ich muss aber stark bleiben. Das riecht so lecker. Naja, sie scheint ja nicht da zu sein. Dann kann ich ja den Kakao trinken. Lecker. Das schmeckt sowas von gut. Danke, Papa. Womit habe ich das nur verdient? Aber Emma, dafür erwarte ich jetzt auch eine Gegenleistung von dir. Dann könntest du doch bitte jetzt in die Badewanne steigen. Hä? Für den Papa. Oh Mann, Papa, ist das dein Ernst? So einfach läuft das dann auch nicht bei Emma. Ich meine, manchmal schon, aber heute nicht. Tja, das werden wir noch sehen, junger Mann. Ich meine, ich bin hier der Papa im Haus. Wer sonst kann hier Sachen bestimmen? Hä? Und Martin, wie lief's? Ich habe gar keinen Schreien gehört, keine Tränen, kein gar nichts. Ist sie jetzt wirklich in der Badewanne? Ja, so sieht's aus. Also, das ist doch einer meiner leichtesten Übungen, Claudia Schatz. Weißt du doch, die müsste jetzt in der Badewanne sein. Na, ob ich das so recht glauben kann? Ich weiß nicht, Martin stellt sich das zu einfach vor. Julian, du hast doch bestimmt nichts dagegen, wenn ich mich hier vor Mama und Papa verstecke. Ich muss dringend ein neues Versteck finden. Papa weiß, dass ich schon unterm Bett war. Mach, was du willst. Hauptsache, ich kann hier in Ruhe mit meinem Tablet spielen. Hab ich's mir doch gedacht. Wo ist denn die Emma? Ist sie in den Abfluss gerutscht? Sie ist auf jeden Fall nicht hier. Oh, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Das kann doch nicht so schwer sein, ein kleines Mädchen in die Badewanne zu kriegen. Was hat sie denn nur gegen Haare waschen? Oh, Mama ist im Anmarsch. Jetzt Mucksmäuschen still. Keine Bewegung. Ach, und das ist wohl übrig geblieben von Martins tollem Kakaotrick. Die Tasse ist leer und Emma ist weg. Julian, hast du vielleicht deine Schwester gesehen? Wo ist sie denn hin? Wen, Emma? Nö, die habe ich nicht gesehen. Also versucht ihr sie immer noch ins Bad zu bekommen? Oh Mann, schwierige Aufgabe. Ganz genau, das versuchen wir. Und das auch schon seit Stunden gefühlt. Hast du vielleicht eine Idee, wie wir das anstellen können, Julian? Ich meine... Vielleicht bist du ja ein bisschen einfallsreich. Einfallsreich? Naja, also ich habe gehört, wenn man sich so ganz, ganz gründlich wäscht, dann wird man zu einer Meerjungfrau und kann in einer Unterwasserwelt leben. Ja, das habe ich gehört. Bitte was? Wie cool ist das denn? Ich kann mich in eine Meerjungfrau verwandeln und ich lebe dann in einer Unterwasserwelt. Wow. Ach, da ist ja die gesuchte Emma. Wo kommst du denn auf einmal her? Hey, stehen geblieben. Ist ja gut. Ich werde freiwillig in die Badewanne gehen. Ich werde da nicht rauskommen, bis ich eine Meerjungfrau bin und in einer Unterwasserwelt lebe. Eine Meerjungfrau werden? Ich weiß ja nicht, ob das klappt, aber nun gut, man könnte es ausprobieren. Na, was habe ich gesagt? Ich hab's halt drauf. Ich bin richtiger Profi. Das wären dann einmal 5 Euro, bitte. Ich frag mich echt, wie lange ich in dieser Badewanne sein muss, damit ich mich in so eine Meerjungfrauenwelt beamen kann. Ich weiß nicht, 3 Tage? Ich versuch's auf jeden Fall. Julian, jetzt werd nicht frech. Ich meine, ich bin dir dankbar dafür, dass du mir geholfen hast, dass Emma jetzt wirklich in die Badewanne geht, aber du bist als nächstes dran. Also im Gegensatz zu Emma hab ich kein Problem damit. Hauptsache, ich werd nicht zur Meerjungfrau. Oh Mann, mehr schauen geht echt nicht. Also wenn ich da nicht gründlich sauber bin, dann weiß ich auch nicht. Emma, also falls du noch irgendwas brauchst, also Duschschaum haben wir jetzt keinen mehr, sag einfach Bescheid, ich bin unten. Ja, Mama, ich rufe dann und jetzt lass mich alleine, ich muss mich transformieren. Ach herrje, ich hoffe nicht, dass Emma dann enttäuscht ist, wenn sie keine Meerjungfrau wird oder nicht in irgendeine Unterwasserwelt gebeamt wird. Ach, diese Fantasie geht wieder mit ihr durch. Also das kann ja wirklich nicht wahr sein. Julian hatte recht, ich bin in so einer Meerjungfrauenwelt, wow! Ich glaube, mich dreht ein Pferd. Ich meine, ein Seepferdchen. Das ist ja total abgefahren. Mama, guck mal da. Da ist ein Mädchen, das kenne ich noch gar nicht. Oh ja, das stimmt. Kommst du nicht von hier, meine Kleine? Nein, ich komme nicht von hier. Sieht etwa so aus. Ich bin Emma Vogel. Ich komme aus Playmobil City. Oh, aus Playmobil City. Davon habe ich schon sehr viel gehört. Du hast von Playmobil City gehört? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet überhaupt? Na, in Aqua City. Herzlich willkommen im Meer. Das ist ja echt total verrückt. Sag mal, haben alle hier solche Flossen wie ihr? Ja, selbstverständlich doch. Wir sind Meerjungfrauen. Oh, wie cool ist das denn bitte? Ich hoffe, sowas wächst mir auch. Julian hat gesagt, ich verwandle mich in eine Meerjungfrau. Mann. Also ich frage mich allerdings, wie du hierher gekommen bist. Von Playmobil City, das muss ein weiter Weg sein.
Das ist eine gute Frage, aber so einfach ist das nicht zu beantworten. Oh, du hast ja auch ein Baby. Ja, das ist mein kleiner Bruder. Wenn ich mal einen Blick... Oh, ich hab's mir schon geahnt. Der hat auch eine Flosse. Selbst Babys hier haben eine Flosse. Das ist ja total cool. Die können ja bestimmt schon schwimmen und so. Oh. Also so wie das aussieht, hat sie noch nie mehr Jungfrauen gesehen. Also, das ist normal bei uns hier in Aqua City. Also ich bin einfach total überrascht. Ich bin so gespannt, was mich hier noch so erwartet. Oh Mann, wenn ich das früher gewusst, wäre ich viel öfter in die Badewanne gegangen. Oh, Hallöchen. Sag mal, hast du dich verlaufen? Oder kann ich dir weiterhelfen vielleicht? Mir weiterhelfen? Ich weiß ja nicht. Oh Mann, es kommt ja hier immer besser. Das ist ja wohl mehr jung Mann? Ja, ich bin ein Mann. Haha, Glückwunsch. Sehr gut. Ist denn irgendwas mit dir? Ob was mit mir ist? Ich bin aus Playmobil City und bin in Aqua City. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich hierher gekommen bin. Und hier sind überall mehr junge Leute. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Also Touristen haben wir hier in Aqua City eigentlich nicht so oft. Aber ich dachte, von mehr jungen Männern und mehr jungen Frauen haben die eigentlich schon überall gehört. Oh, ich freue mich so, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Philipp, sag mal, was machst du denn hier? Ist Hannah auch da? Was? Philipp? Nein, nein, ich heiße nicht Philipp. Ich habe dich noch nie in meinem Leben gesehen. Oh Mann, ja, dann muss es wohl eine Verwechslung sein. Soweit ich mich erinnern kann, hat Philipp auch keine Flosse. Aber da sah echt aus wie Philipp. Philipp aus Playmobil City. Ah, aus Playmobil City kommst du. Hast du dich verirrt? Könnte man so sagen. Ich bin hier nur zu Besuch. Ich entdecke Aqua City. Wow, diese Stadt ist einfach phänomenal. Ach, das kannst du laut sagen. Aber Playmobil City, davon habe ich auch schon mal gelesen. Ob ich da wohl mal hin kann? Sind da auch alle so wie du? Oh Mann, die Leute stellen mir echt ganz schön zu viele Fragen. Ich mach mal hier einen Abgang. Was ist das denn, Verrücktes? Das sieht ja sowas von cool aus. Ih, diese Blume ist ganz glitschig. Wie aus Wackelpudding. Oh, jetzt hat sich das geöffnet. Ich war das nicht. Entschuldigung. Scheint keiner gemerkt zu haben. Wow, was ist das denn? Perlen. Die sind ja riesig. Entschuldigung, aber was hast du da gerade vor? Entschuldigung, ich bin hier zu Besuch. Ich habe diese Perlen entdeckt. Sagen Sie, was kostet so eine? Könnte ich die mit nach Hause nehmen und meiner Mutter so eine Perlenkette basteln? Ganz bestimmt nicht. Unsere leuchtenden Perlen sind nicht zu verkaufen. Sie spenden dieser Welt Licht. Also bitte. Oh, Entschuldigung, ja, dann tue ich die wieder weg. Ich wusste nicht, dass das sowas wie Glühbirnen sind. Ich habe eine Frage. Wie komme ich wieder nach Hause? Meine Haut wird schon ganz schön schrumpelig. Ich glaube, ich bin nicht dafür gemacht, so lange im Wasser zu sein. Und ich habe auch keine Flosse bekommen. Mein Bruder hat mich angelogen. Du willst nach Hause? Wohin denn genau? Ich kann dir da behilflich sein. Taxi! Taxi! Ich kann nicht pfeifen. Wie, in Aqua City gibt's Taxis? Wo ist denn das Taxi? Hier fahren doch keine Autos, oder? Das gibt's doch wohl nicht. Das ist ein Delfin. Und der Delfin ist mein Taxi. Das ist ja sowas von cool. Aber ich habe kein Geld. Keine Sorge. Die Taxis kosten hier nichts in Aqua City. Einfach draufhüpfen und los geht's. Der Delfin wird dich an die Wasseroberfläche bringen. Oh, abgefahren. Also, lieber Delfin, ich muss nach Playmobil City. Zurück zu meiner Familie. Familie Vogel. Dann mach's mal gut. Eine schöne Reise. Danke. Also, mir hat's hier sehr gut gefallen. Ihr könnt mich gerne besuchen kommen. Familie Vogel in Playmobil City. Du, Claudia, also wie lange ist Emma jetzt eigentlich schon in der Badewanne? Ist sie da eingeschlafen oder wie? Oh Gott, Martin, gut, dass du sagst. Emma habe ich total vergessen. Hä? Wie bin ich denn jetzt so schnell hierher gekommen und wieder in der Badewanne? Oh Mann, das war echt total abgefahren. Oh, ich will auch so einen Delfin haben. Na, du kleine Meerjungfrau, ich denke, du warst jetzt schon genug hier in der Badewanne. Nicht, dass dir noch Schwimmflossen irgendwie wachsen. Mama, ich muss dir dringend was erzählen. Ich war in dieser Unterwasserwelt, Aqua City. Und da waren ganz viele Meerjungfrauen und auch Meerjungmänner. Selbst das Baby hatte eine Flosse. Wow, das klingt ja super interessant. Und das hast du alles in der Badewanne erlebt? Ja, ich wurde von der Badewanne in diese Unterwasserwelt gezogen. Also irgendwie gebeamt. Und ich konnte da auch atmen. Und ich habe riesige Perlen gefunden. Die wollte ich hier eigentlich mitbringen. Und dann so eine Perlenkette basteln. Aber das war verboten. Ach, nicht schlimm, Emmerlein. Ich weiß, du hättest mir gerne was mitgebracht, aber vielleicht kommst du ja nochmal nach Aqua City. Sesam, öffne dich oder Simsalabim. Na los, geh schon auf. Oh Mann, so wird das doch nie was. Du stellst dich an wie ein Amateur. Wie oft soll ich dir das noch zeigen? Du musst die Muschel hier vorne berühren. Und dann öffnet sich die Muschel und wir können unsere Perlen hier reintun. Ganz einfach, wie immer. Da hast du wohl recht, was Perlensuche angeht. Ich glaube, da könnte ich noch einiges von dir lernen. Das kannst du aber laut sagen. Wir Perlensucher sind super wichtig für Aqua City. Wir spenden nämlich das Licht hier der Stadt. Entschuldigung, ich hätte eine Frage. Hat jemand die Fremde gesehen? Eine fremde Frau oder ein fremdes Kind? Ich habe eins gesehen. Ganz genau. Das war ein kleines Mädchen, habe ich gehört. Ich habe sie selber nicht gesehen, aber ganz Aqua City redet von ihr. Also ich habe keine Ahnung, wo sie hin ist. Sie war letztens noch hier, aber wo sie letztendlich hingegangen ist, ich weiß es nicht. Und ich glaube, mein kleiner Sohn, der weiß es auch nicht. Stimmt's? Mama, ich kann mich doch an sie erinnern. Sie hieß Emma.
Emma Vogel aus Playmobil City. Emma Vogel also. Ein interessanter Name. Wer hat sie denn wohl gesehen? Was ist mit ihr geschehen? Ich werde direkt zum Stadtturm schwimmen. Da können mich dann alle hören und ich kann eine große Ansprache halten. Alle mal herhören. Hier spricht eure Bürgermeisterin von Aqua City. Ich habe eine Frage. Hat jemand Emma Vogel aus Playmobil City gesehen? Sie ist keine Meerjungfrau. Keine Ahnung. Also wovon reden Sie denn überhaupt? Wir haben sie gesehen, aber sie war nicht zu Späßen bereit. Also wirklich ein sehr merkwürdiges Kind. Ja, und sie nannte mich Philipp, aber so heiße ich nun mal nicht. Vielleicht heißt jemand in Playmobil City so. Du könntest doch der Bürgermeisterin anbieten, dass du sie suchst. Du bist doch so ein toller Perlentaucher, Ja, und ich werde auch der beste Perlentaucher hier in Aqua City. Und ich werde jetzt Emma finden. Also es kann ja nicht viel schwieriger sein, als Perlen zu finden, oder? Hier, ich weiß etwas über sie. Ich habe sie, glaube ich, als letztes gesehen. Frau Bürgermeisterin, hier. Sie brauchen gar nicht nach ihr suchen. Sie ist nicht mehr in Aqua City. Sie ist gestern mit dem Taxi-Delfin einfach zurück nach Playmobil City an die Wasseroberfläche geschwommen. Ja, ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Sie ist nicht mehr hier? Och, das gibt's doch nicht. Ich wollte doch so viel über Playmobil City erfahren. Ich schwimme zu Ihnen nach oben. Dann können wir uns besser unterhalten. Da wäre noch etwas. Sie hatte gesagt, wir können sie alle in Playmobil City besuchen. Familie Vogel. Das kann doch wohl nicht so schwer sein, sie zu finden, oder? Ach, das ist ja ganz wunderbar. Dann können wir doch noch was über Playmobil City herausfinden. Wer möchte mit nach Playmobil City und einen Ausflug machen? Ich würde gerne. Julian, ich habe eine Frage. Sag mal, kann ich da vielleicht auch mal mitspielen? Dann können wir uns doch abwechseln. Ich erinnere mich an irgendwas. Ich habe dir doch was gesagt. Und zwar, wenn ich spiele, spielst du nicht, damit das klar ist. Okay, dann muss ich mich wohl mit Zugucken zufrieden geben. Das ist sowas von langweilig. Mann, es hat geklingelt. Ich gehe zur Tür. Das kommt mir gerade recht. Oh Mann, dieses blöde Spiel. Wer mag das wohl sein? Vielleicht mal liegt er mich einfach spontan besucht, damit wir was unternehmen in den Sommerferien. Oh, das wäre toll. Und lass keine Fremden rein. Und du weißt, Mama und Papa haben gesagt, ich darf heute auf dich aufpassen. Also mach keinen Ärger. Ja, ich weiß. Oh, das wird schon kein Fremder sein. Und wenn es jemand ist, dann mache ich auch nicht die Tür auf. So blöd bin ich nicht. Ich glaube, mich tritt ein Seepferdchen. Was macht ihr denn hier? Das sind doch die aus Aqua City. Ich dachte, es sei ein Traum gewesen. Ein Traum? Nicht ganz. Ich bin die Bürgermeisterin von Aqua City. Und wir sind deiner Einladung gefolgt. Du hast gemeint, wir könnten dich hier besuchen. Komm, toll sieht's hier aus. Okay, ich habe das eher so einfach so gesagt aus Nettigkeit. Hätte ich ja nicht ahnen können, dass sie wirklich kommen. Wahnsinn. Also, wir sind die Freiwilligen aus Aqua City, sind jetzt an die Oberfläche gekommen und sind hier in Playmobil City. Kannst du uns vielleicht was zeigen? Ja klar doch, ich kann euch rumführen, ich kann euch eine Roomtour geben, ja, so wie auf YouTube. Hey, wer war denn jetzt an der Tür? Muss ich runterkommen oder hat sich das geklärt? Ach, nur Meerjungfrauen und Meerjungmänner. Was? Meerjungfrauen? Oh Mann, die hat doch wieder ihre 5 Minuten. Ich hätte noch eine Bitte, und zwar bin ich ziemlich durstig. Wo kann ich denn hier Wasser bekommen? Zum Beispiel da hinten aus dem Wasserhahn, da holen wir immer unser Wasser raus. Ach, das ist aber eine wirklich merkwürdige Apparatur, ein Wasserhahn. Irgendwie auch praktisch. Wenn du dann fertig bist, dürfte ich dann auch mal oder lass doch die Kleine dran. Das ist ja auch wirklich sehr seltsam. Was ist das? Das fühlt sich heiß an. Das ist ein Ofen. Das machen wir an, wenn es kalt ist. Und ich finde, jetzt ist es kalt. Und der Ofen, der wärmt uns. Da ist Feuer drin. Feuer? Das habe ich ja noch nie gehört. Seltsam, das kenne ich überhaupt nicht. Das gibt's bei uns in Aqua City nicht. Das könnte daran liegen, dass man Feuer mit Wasser löscht. Also, ich habe keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Also, ich finde, dass das etwas unangebracht ist. Ich meine, wie soll ich denn jetzt hier was finden? Was soll denn das werden? Was macht ihr hier bei uns in der Küche? Du hattest doch gesagt, wir können hier Wasser finden. Naja, wir müssen unsere Flosse befeuchten. So ist das nun mal. Und es ist einfach herrlich, unter diesem Wasserhahn zu liegen. Wow, ich fühle mich wie zu Hause. Also so war das nicht gedacht. Ich dachte, ihr wollt was trinken, dann könnt ihr euch Gläser nehmen und da aus dem Wasserhahn Wasser holen. Aber so wie es aussieht, braucht ihr ja viel mehr Wasser. Ach, nee, da hier geht das nicht. Aber ich habe eine bessere Idee. Kommt mit, los! Also das ist unser Pool. Da ist viel Wasser drin, da gehen wir immer schwimmen. Da kann man sich fühlen wie eine Meerjungfrau. Ihr wisst Bescheid. Oh, das ist ja fantastisch. Ein kleines Meer hier in Playmobil City. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Oh, das ist einfach nur herrlich. Ein Mini-Meer. Also, wir Meerjungfrauen und Meerjungmänner passen ja rein, aber was ist denn jetzt mit dir? Das Minimeer scheint schon voll zu sein. Wo kann ich denn hin? Ich meine, ich brauche auch Wasser. Noch ein Minimeer haben wir oben. Das ist also unser Badezimmer. Da könntest du vielleicht hin, in die Badewanne. Oh Mann, ich muss schon wieder ganz dringend aufs Klo seit einer halben Stunde, aber ich merke das beim Zocken nie. Aber einmal am Tag muss das sein. Hey, was soll das denn? Ashley, wer hat dich reingelassen? War das etwa... Oh, was machst du in meiner Badewanne? Ashley? Ich heiße nicht Ashley. Ich bin aus Aqua City hier zu Besuch. Du willst mich doch veräppeln, auch wenn deine Stimme etwas anders klingt. Wie kriegst du das eigentlich hin? Ich erkenne dich doch an deinen Haaren.
Hä, ist das irgendein Kostümwettbewerb hier mit der Meerjungfrauenflosse? Verstehe ich nicht. Also das ist wirklich ein seltsamer Junge. Ganz schön frech ist er. Der kennt mich doch gar nicht. Aber was soll das hier? Jetzt hast du Ashley reingelassen? Von wegen Meerjungfrau. Sie hat sich vielleicht so verkleidet. Julian, ich kann dir jetzt wirklich nicht helfen. Ich muss mein Zimmer aufräumen, ehe ich das meinen Gästen zeigen kann. Das sieht hier aus, Mann, oh Mann, wie bei Hempels unterm Sofa. Hallo? Hallo? Bin ich noch rechtzeitig da? Und, ja, ich habe den falschen Weg gewählt. Oh, die Tür war ja offen. Also, die sind ja gastfreundlich hier in Playmobil City. Cool. Hey, wir sind hier im Minimeer. Komm doch einfach hier hin. Jetzt muss ich das persönlich mit Emma klären. Ich möchte nichts mit Ashley zu tun haben oder versucht die mich irgendwie zu verkuppeln mit der. Ah, das sieht ja fabelhaft aus. Fast wie zu Hause, aber ich möchte gerade nicht. Ich bin irgendwie erschöpft von der Reise. Hm, vielleicht kannst du dich hier irgendwo ausruhen. Such doch mal eine Schlafkoje. Ja, ich schaue am besten mal um. Und wenn ihr von mir nichts mehr hört, dann bin ich eingeschlafen. Boah, Julian, wie oft soll ich dir das noch sagen? Das ist nicht Ashley. Ich habe nicht Ashley hier reingelassen und ich will sie auch nicht mit dir verkuppeln. Aha, wer soll das denn sonst sein, bitte? Ich kenne nur eine Person in Playmobil City mit lilanen Haaren. Ach, hallo. Ja, ich habe mich leider ein bisschen verspätet. Hallo, ich kann dir nur eins raten. Halte dich von dem Jungen mit den roten Haaren fern. Der ist überhaupt nicht nett. Hm, ein Junge mit roten Haaren. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber hier sieht es eigentlich ganz nett aus. Kinder, wir sind wieder da. Alles in Ordnung bei euch? Hallo. Oh nein, Mama und Papa sind wieder zurück. Wie soll ich denen das nur erklären? Ja, also erst solltest du mir mal ein bisschen was erklären hier. Ich verstehe gar nichts. Wo stecken die Kinder? Sind die etwa oben? Martin, vielleicht guckst du oben in den Kinderzimmern. Ich schau hier nochmal. Ja, kein Problem. Ich werde dich schon finden. Ist doch unser Haus hier. Oh, das muss der Vater der Familie sein. Aber so wie es aussieht, hat er uns gar nicht gesehen. Papa, schön, dass du da bist. Oh, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch, euch zu sehen. Okay, also wenn es Emma nicht war, dann warst du es, Papa. Kannst du mir sagen, warum du Ashley eingeladen hast? Ich wollte kein Date mit ihr. Ashley. Dieser Name kommt mir irgendwie bekannt vor. War die nicht mal bei dir in der Kita? Aber ich habe hier niemanden eingeladen. Oh, Julian, wie oft soll ich dir das noch sagen? Geht das nicht in deinen Kopf rein? Das ist nicht Ashley. Ach, Kinder, ich habe keine Zeit für eure Spielereien. Ihr könnt das ja unter euch klären. Ich kümmere mich ums Kaninchen. Hallo, Ashley. Die ist ja wirklich da. Was macht sie in unserer Badewanne? Na, egal. Hallo. Ich bin nicht Ashley, aber so wie es aussieht, muss ich hier in Playmobil City eine Doppelgängerin haben. Naja, alle halten mich dafür. Pia, ist alles in Ordnung bei dir? Das klingt aber nicht sehr gut. Bist du erkältet oder so? Das ist ja gar nicht Pia, das ist der Philipp. Was macht der denn hier? Warum ist er in Hannas Bett? Und Hanna ist doch gar nicht da. Philipp? Martin, was machen die Leute hier? Überraschung, wir sind die Gäste aus Aqua City, na? Bitte was? Aqua City? Und was haben sie hier in unserem Pool verloren? Aqua City, davon hatte Emma irgendwie erzählt. Claudia, also das kann doch echt nicht wahr sein. Okay, jetzt ist alles zu spät. Ich setz mich schon mal hin, gleich gibt's riesen Ärger für mich. Eine Poolparty hier bei uns, das war aber nicht mit mir abgesprochen. Und dann noch Kostüme, oder hätte ich mich aber auch verkleidet. Martin, ist das wieder so ein Ding von Onkel Stefan oder was? Ich meine, was ist hier überhaupt los? Kaum sind wir aus dem Haus und dann schon wieder sowas. Also, wenn ich mich vorstellen darf, ich bin die Bürgermeisterin aus Aqua City. Und ihre Tochter Emma hat uns zur Familie Vogel eingeladen. Und deshalb sind wir jetzt hier. Wir wollten uns einfach ein bisschen umschauen. Das ist für uns ein Ausflug. Ich verstehe nicht ganz. Meerjungfrauen? Ich dachte, die gibt's überhaupt nicht. Ich dachte, das sei ein Traum von Emma gewesen. Das war real? Ja, genauso real, wie sie uns jetzt hier gerade sehen können. Also, wir sind, wie gesagt, aus Aqua City. Also, ich verstehe die Welt irgendwie nicht mehr. Ich dachte, das sei irgendwie eine Kostümierung. Aber das sind wirklich Meerjungfrauen. Aqua City, davon... Also, ich kenne das nur von Emma, aus ihrer Geschichte. Ja, machen Sie sich nichts draus. Wir haben uns auch ganz schön erschrocken, als Emma bei uns zu Besuch war. Also, wir haben noch nie jemanden gesehen aus Playmobil City. Martin, ich bin einfach nur baff. Und was wolltest du jetzt mir erzählen? Warum hast du so geschrien? Also, das ist ja die absolute Höhe. Ich meine, Hannah ist noch nicht mal da, aber Philipp, der schläft einfach in ihrem Bett. Wie, was? Philipp ist da? Also, ich weiß von nichts. Er hat sich nicht bei mir angekündigt. Ich kapiere das nicht. Philipp? Sie meinen, glaube ich, meinen Sohn. Ja, also, wir sind insgesamt zu fünft hier. Es tut mir leid, ich wusste selber von nichts. Sie waren einfach spontan hier und standen vor der Tür mit ihren riesengroßen Flossen, haben die Küche unter Wasser gesetzt. In den Pool sind sie gegangen, in die Badewanne und einer liegt in Hannas Bett. Jetzt ist alles raus. Habt ihr es schon vergessen? Kann mal einer bitte jetzt Ashley hier rausschmeißen? Ich möchte die nicht hier haben. Emma, nein, das können wir nicht machen. Ich meine, okay, Hannah ist nicht meine beste Freundin. Sie ist halt meine große Schwester. Da kann ich sie halt einfach nicht so gern haben. Aber das können wir jetzt wirklich nicht machen. Das hat sogar sie nicht verdient. Ganz genau, wir fliegen nicht nach Play Mallorca ohne Hanna. Ich meine, wenn wir nochmal ein Ferienhaus machen, dann nur als ganze Familie Vogel, nicht wenn einer fehlt. Kinder, ist das jetzt wirklich euer Ernst? Ich meine, ihr habt immer noch nicht eure Sachen gepackt. Ich meine, wo sind denn eure Taschen? Also Mama, wir werden nicht wegfahren. Ich finde das echt total gemein, dass wir das machen, wenn Hanna nicht da ist. Ja, ich meine, du weißt, ich bin kein Fan von Hanna. Also ich bin immer ein Fan davon, wenn sie weg ist. Aber dass wir jetzt einfach wegfahren ohne sie, das finde ich, hat sogar sie nicht verdient.
Oh, Martin, kannst du bitte mit den beiden Kleinen reden? Ich meine, ich rede gegen eine Wand. Ich komme nicht weiter. Oh, die sollen doch einfach nur ihre Taschen packen. Mehr nicht. Ich habe doch schon hier die Koffer gepackt. Wir sind bereit. Wir können jetzt langsam los. Nein, das machen wir nicht. Auf gar keinen Fall. Machen wir nicht. Auch wenn ich sogar ein bisschen mehr Taschengeld bekomme. Okay, es muss schon viel sein. Dann kann ich darüber reden. Nope. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir werden nicht ohne Hannah in den Urlaub fahren. In den Urlaub fahren? Wir hatten davon gesprochen. Wir machen nur einen Ausflug über Nacht. Also eine Nacht sind wir nicht da und dann sind wir wieder zurück. Julian hat gesagt, das nächste Ferienchaos startet. Also, dass wir lange weg sind. Ja, das wollte ich auch ganz gerne. Aber geplant ist das in den Sommerferien noch nicht. Aber vielleicht ergibt sich ja was spontan. Nein, wir sind jetzt nur für einen Tag auf einem Bauernhof. Mehr nicht. Genau, meine Freundin vom Kochclub, die hat uns eingeladen. Die lebt auf einem Bauernhof und die haben da sogar Pferde und Hühner. Das hat sie doch schon mal erzählt, oder? Ach so, wir fliegen gar nicht nach Play Mallorca. Okay, dann habe ich wohl Play Mallorca gehört anstatt Bauernhof. Sorry. Nein, nach Play Mallorca geht's nicht. Wir fahren auf den Bauernhof. Da könnt ihr dann die Tiere streicheln und versorgen, füttern, all sowas. Oh, Mama, das ist ja super cool. Ich freue mich auf jeden Fall auf die ganzen Tiere. Und danke, Julian, du hast nur für Verwirrung gesorgt. Ja, tut mir leid, ich habe halt Bauernhof gehört und habe an Play Mallorca gedacht, warum auch immer. Ja gut, dann startet halt kein Ferienchaos, ist auch in Ordnung. Na gut, dann haben wir das jetzt auch endlich geklärt. Also Sachen packen und dann los, wir sind schon ganz schön spät dran. Alles klar, mache ich. Also ich brauche eigentlich nur mein Tablet, mehr nicht. Junger Mann, das kommt gar nicht in Frage. Wir sind auf dem Bauernhof, schön in der Natur, im Playmobil Country. Da wird nicht mit dem Tablet oder so gespielt. Das bleibt zu Hause, sage ich dir. Und ich nehme nur meine Puppe mit, also mehr brauche ich nicht, ne? Nur das hier. Emma, wie wär's denn ohne Puppe? Ich meine, da sind so viele Sachen, die du da machen kannst. Allein schon die ganzen Tiere. Da brauchst du doch nicht extra Spielsachen, oder? Na gut, da hast du mal recht, Papa. Dann nehme ich halt gar nichts mit. Ich brauche nichts anderes. Die Badehose habe ich drunter. Damit kann ich sonst auch im schlimmsten Fall auch schlafen. Ja gut, okay. Dann können wir, glaube ich, los, Claudia. Okay, na gut. Ihr überzeugt. Aber ein bisschen traurig bin ich ja schon. Schließlich soll sie alles miterleben, so wie ich. Okay, wenn wir das geklärt haben, dann können wir doch jetzt mal langsam losfahren, hä? Alles ins Auto. Okay, ich habe jetzt alles gepackt. Na gut, ich habe auch eine zweite Unterhose mitgenommen. Wer weiß, was passiert. Ist ja in Ordnung. Können wir jetzt mal langsam los? Na gut, dann geht's jetzt los. Dann kann sich das Haus auch mal erholen von uns. Ich meine, wir sind hier ständig. Das kann ruhig mal hier alleine bleiben. Ja, das finde ich auch. Endlich sind wir mal ein bisschen unterwegs und das auch mal über Nacht. Okay, Leute, es geht los. Alle ins Auto. Die gehen doch gerade die Tür raus, oder? Ich meine, sind die jetzt wirklich weg? Bist du dir sicher? Tessa, ja. Julian hat noch letztens damit angegeben, dass sie jetzt wieder in die Ferien nach Play Mallorca fliegen. Und da werden sie definitiv ein paar Tage sein. Deswegen können wir uns hier Zeit lassen. Ach, Kinder, ist das schlimm. Wir sind wieder pleite. Ach, super Geschäftsidee, Nils, ne? Das ist ja voll nach hinten losgegangen. Jetzt müssen wir uns hier schon Sachen zusammenklauen. Oh nein, ich nenne das Ausleihen. Ja, auch wenn wir jetzt kurz was klauen, aber ich nenne das nur Ausleihen. Na, und das mit der Geschäftsidee kann ja keiner wissen. Wir sind sowas von tief gesunken. Ich meine, Mutter, die muss jetzt schon arbeiten gehen und Isabelle hat sie jetzt einfach mitgenommen. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Wir müssen für unser Geld arbeiten. Und dabei konnten wir uns noch nicht mal die Gucci-Bollerwagen holen. Ich meine, das sind jetzt irgendwelche Gebrauchten von unseren Nachbarn. Guckt sie euch mal an, wie schäbig. Tessa, es reicht. Wir haben es verstanden. Dein Bruder hat einen Fehler gemacht und wir sind jetzt natürlich verschuldet bis zum Gehtnichtmehr. Aber wir brauchen jetzt ein paar Sachen, um unseren Lifestyle leben zu können. Ja, ist ja gut. Das ist alles nur Nils Schuld. Und ich muss mir jetzt was von meiner Cousine Hannah Vogel borgen. Ach, das ist furchtbar. Tessa, reg dich doch nicht auf. Ich habe schon die nächste Geschäftsidee im Kopf. Hat auch was mit dieser Aktion hier zu tun. Deine weiteren Geschäftsideen kannst du schön für dich behalten. Ich muss jetzt auf 20.000 Euro Taschengeld verzichten. Weißt du, wie furchtbar das ist? Ja, und nicht auf 35.000. Na und? So ist das halt manchmal. Kinder, hört bitte auf zu streiten. Ich weiß, Familie Vogel hat nicht die besten Sachen, aber ich habe schon eine Kaffeemaschine gesehen und auch einen schönen Fernseher. Können wir uns doch jetzt mal ausleihen, ne? Wir leihen aus, Nils. Naja, ich wäre dafür, dass die Sachen danach bei uns bleiben. Aber wir starten jetzt. Ich kümmere mich um die Kaffeemaschine. Eieiei, ist das etwa nur eine Nespresso-Maschine? Naja, egal. Eine vollautomatische wäre natürlich besser gewesen, aber naja, geht ja jetzt nicht anders. Ich werde schon mal nach oben gehen, mal sehen, was Hannah so hat in ihrem Zimmer, aber ich befürchte nichts Gutes. Ja, mach das lieber und ich guck mal bei Julian. Ich glaube, der hat bestimmt sein Tablet, oder wir das mitgenommen haben. Ach, das sollte ich lieber prüfen. Naja gut, und ich schau mal oben im Schlafzimmer. Deine Mutter braucht wohl unbedingt noch Make-up. Oh, was kann ich mir hier denn bitte schön mitnehmen? Die Sachen sind einfach total aus der Mode. Ist das hier etwa ein iPhone 5? Oh Gott, das ist ja von... keine Ahnung, 1000 Jahren oder so. Ach, das geht jetzt wohl nicht anders. Ich muss das mitnehmen. Schließlich muss ich ja bei WhatsApp und so und Instagram einfach Fake-Urlaubsbilder weiter posten. Und dazu bräuchte ich eigentlich noch eine Kamera, aber die ist ja auch einfach total veraltet. Naja, wird schon irgendwie gehen. Ich lach das dann irgendwie hoch. Ich komme mir vor wie in der Steinzeit. Och Mann, ich bin echt wirklich tief gesunken.
Ob ich Pia wohl auch mitnehmen sollte? Ich meine, sie macht sich wahrscheinlich auch ganz gut auf Fotos und ein bisschen Gesellschaft könnte ich schon gebrauchen. Okay, Papa, ich habe ein paar Sachen gefunden. Julian hat anscheinend sein Tablet nicht mitgenommen und auch sein Skateboard nicht. Komisch. Aber egal, dann bleibt das halt bei uns. Ich werde das Kaninchen doch hier lassen. Ich habe keine Lust, so einen Stall auszumisten. Naja, die Sachen, die müssen jetzt erstmal reichen. Aber Nils, also so ein bisschen schlechtes Gewissen habe ich ja schon. Ich meine, Familie Vogel kann ich nicht unbedingt leiden, aber dass wir die jetzt beklauen... Oh Mann, Leute, entspannt euch. Na gut, okay, wenn sie dann wieder zurückkommen, können wir ja vorher in die Luxusvilla kommen und alle Sachen wiederbringen. Ja, ich denke, das sollten wir machen, Nils. Aber ich brauche noch ein paar Klamotten. Oh mein Gott, sind das etwa Martins Klamotten? Oh, naja, egal, geht ja nicht anders. Ich kann nicht jeden Tag mit den gleichen Klamotten rumlaufen. Na gut, also für mich reicht das schon mal. Wir sollten langsam los. Ich meine, wir sollen uns ja auch nicht hier ewig aufhalten. Wir haben noch gar keinen Fernseher und so mitgenommen. Also ich gehe mal kurz ins Wohnzimmer und guck, was es da noch so gibt. Oh, sehr gut. 50 Zoll. Genau perfekt für mein Zimmer. Den nehme ich jetzt erstmal mit. Ach, hallo Nils. Voll toll, dass ihr hier seid, dass ihr das Haus aufräumt, während wir weg sind. Richtig cool. Oh mein Gott, was macht die denn hier? Ich dachte, die wären im Urlaub am Flughafen. Ja, genau, so sieht's aus. Wir sind halt nicht nur Familie Schnösel, sondern auch Familie Sauber und Familie Nett. Also so hätte ich die ja wirklich nicht eingeschätzt, aber ich find's richtig cool von denen. Ich meine, die können ja auch mal was zurückgeben. Wir haben auch viel für die getan. Oh, hallo Onkel Mike. Wow, was für ein cooler Bollerwagen. Gehört der euch? Und sind da eure Putzmittel drin? Emma? Emma, du bist doch... Seid ihr nicht im Urlaub? Ja, natürlich. Putzmittel. Ja, ich wollte gerade Julians Skateboard sauber machen. Oh ja, da wird Julian sich total freuen. Das ist echt ganz schön dreckig. Die Rollen könnten auch mal wieder geölt werden. Was könnte ich denn nur hier mitnehmen? Ich meine, das ist alles für Babys. Also so Spielzeug für Kinder. Hallo Tessa. Also bei mir brauchst du nicht so viel aufräumen. Ist eigentlich alles in Ordnung. Ich bin nur zurückgekommen, weil ich meine Puppe hier mitnehmen wollte. Die habe ich zurückgelassen. Ich wollte auch nicht lange stören. Also viel Spaß und Erfolg noch beim Aufräumen. Wir sehen uns dann morgen. Emma, was macht sie denn hier? Ich meine, sind die etwa gar nicht im Urlaub? Was hat Nils denn da erzählt? Papa, wir haben ein Problem. Wir haben ein richtig riesiges Problem. Die sind doch nicht im Urlaub. Also, Emma ist auf einmal zurückgekommen. Ja, das habe ich auch gemerkt. Super Vorbereitung, mein Sohn. Super Vorbereitung. Und jetzt? Na gut, eine Sache noch. Ihr solltet am besten auch unter dem Bett von Mama und Papa sauber machen, weil Papa schmeißt ja immer seinen ganzen Apfelgerübsch und alles runter, den ganzen Müll. Da sieht's furchtbar aus. Ja, aber natürlich. Dafür sind wir doch da. Wir sollten schleunigst verschwinden und all die Sachen hier lassen. Ja, das sollten wir, weil ich denke, Familie Vogel wird gleich sowieso nochmal zurückkommen, weil das ist nicht abgeklärt. Und wenn das Claudia hört, dann gibt's Ärger. Oh, na gut, beeilt euch, bevor sie hochkommen. Okay, Emma, hast du dann auch abgeschlossen und hast du auch jetzt deine Puppe? Abschließen braucht die gar nicht, weil Familie Schnösel ist da und die räumt gerade unser Haus auf, damit alles sauber ist, wenn wir wiederkommen. Familie Schnösel räumt bei uns auf? Also das ist ja nett. Claudia, wie hast du die denn dazu gebracht? Gar nicht. Ich meine, was macht Familie Schnösel bei uns? Martin, vielleicht sollten wir doch lieber nochmal nach dem Rechten sehen. Mike, Nils, Tessa, kann ich euch mal bitte fragen, was ihr hier macht? Tante Claudia, Überraschung! Ja, wir wollten euch mal einen Gefallen tun. Ja. Nils, als ob sie dir das wirklich jetzt glaubt. Jetzt mach einfach mit, ist das doch in Ordnung. Das kann doch nicht sein. Überraschung! Ja, das war die Idee der Kinder. Ja, und Maren wollte eigentlich mitkommen, aber sie konnte leider doch nicht, weil sie eine Torte für euch machen wollte. Ja, wir möchten jetzt langsam befreundet sein mit euch. Okay, ich meine, ihr hättet doch auch wenigstens Bescheid geben können, einfach mal anrufen, aber nötig ist das eigentlich nicht. Doch, natürlich, das mussten wir machen. Wir hatten so ein schlechtes Gewissen, dass wir hier mal aufräumen wollten, weil ihr jetzt einmal weg seid, das hatten wir mitbekommen. Ja, ganz genau, ich meine, wir wollten auch überhaupt nichts mitnehmen, wir wollten hier nur mal klar Schiff machen, aufräumen. Also so langsam glaube ich ja, dass Familie Schnösel gar nicht mal so verkehrt ist. Sie sind wirklich nett und lieb zu uns, wir werden uns gut verstehen mit denen. Naja, ich weiß ja nicht, das kommt mir alles irgendwie ein bisschen komisch vor. Als ob Familie Schnösel einfach hier kommt und bei uns aufräumt. Die hatten doch irgendwas anderes im Sinn. Bestimmt. Naja, gut, das war's dann auch. Wir haben auch schon fertig aufgeräumt. Wir wünschen euch viel Spaß, wo immer ihr auch seid. Nils, wir haben echt total Glück gehabt. Ja. Ich meine, das ging fast daneben. Mhm. Und wo sollen wir jetzt unsere Sachen herbekommen? Das weiß ich nicht. Oh. Vielleicht schauen wir mal bei diesem Steve. Oh, heute bin ich wirklich total spät dran. Ich bin gar nicht aus dem Bett gekommen. Dabei muss ich doch dringend das Café öffnen. Ach ja, und das Schaufenster, das habe ich ja auch noch gar nicht dekoriert. Wie sieht's hier überhaupt aus? Ach, Claudia, ich glaube, das wird kein guter Tag für dein Café. Also, jetzt komm endlich in die Hufe. Oh, das soll also dieses Café Fun sein. Habe ich ja schon einiges von gehört. Also, das Schaufenster macht eigentlich einen ziemlich guten Eindruck. Aber naja, der erste Eindruck täuscht meistens, ne? Glaube, ich liege ganz gut in der Zeit. So
Kuchen, Muffins und Cupcakes sind jetzt fertig. Jetzt muss ich mich noch schnell umziehen und dann kann ich eigentlich loslegen. Moment mal, hier wird kein einziger Finger mehr gerührt. Stopp! Bitte was? Oh nee, nicht schon wieder jemand von den Stadtwerken, der mir das Wasser abdrehen will, oder? Stadtwerke? Nein, sehe ich etwa so aus? Ich bin vom Gesundheitsamt. Mich erkennt man doch, oder? Vom Gesundheitsamt? Was soll denn diese Mütze? Sie sehen fast aus wie ein Polizeibeamter. Sie haben mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Also, Sie wissen schon, dass das Gesundheitsamt eine offizielle Behörde ist. Schauen Sie mal, ich habe weitreichende Befugnisse. Okay, entschuldigen Sie bitte meine Unfreundlichkeit. Ich war echt ein bisschen überrumpelt. Sie sind ja auch nicht angekündigt. Was kann ich denn für Sie tun? Also zuallererst wäre es mal schön, wenn der Laden hier ein bisschen sauber wäre. Was ist denn mit diesem Tisch hier los? Der klebt ja richtig. Ach, Entschuldigung, da haben Sie mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich war eigentlich noch nicht fertig. Ich meine, es ist ja auch noch nicht offiziell geöffnet. Ich mache das schnell sauber. Also ich weiß ja nicht, ob das noch was bringt, weil ich habe hier ganz, ganz viele Beschwerden über Ihr Café, das Café Fun. Bitte was? Beschwerden? Was denn für Beschwerden? Ich meine, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Der Laden läuft gut, die Kunden sind zufrieden. Das glaube ich nicht. Wir haben Hygienemängel, Sauberkeit des Cafés und einige Krankheiten sind wohl hier entstanden durch die Getränke hier im Café und durch das Essen. Wirklich? Ich meine, davon habe ich nichts gewusst. Das ist ja furchtbar. Ich meine, oh Gott. Naja, aber ich bin ja jetzt da und ich würde gern die Speisen hier mal überprüfen. Sie haben doch nichts dagegen, oder? Speisen überprüfen, aber ich meine, das ist die Auslage, also das ist, naja, Sie werden gleich selber merken, was es ist. Also bitte, das kann doch nicht wahr sein, das hier ist Plastik. Sie verkaufen doch nicht etwa Plastik an die Kunden, oder? Na, was glauben Sie denn, dass ich eine Sahnetorte hier einfach ins Schaufenster stelle, ohne Kühlung? Ich meine, das ist natürlich eine Attrappe, das ist nur Dekoration. Also ich muss schon sagen, das ist ja die absolute Höhe hier. Was ist das nur für ein Café? Hallöchen, Claudia. Ja, ich bin's. Du hast doch schon geöffnet, oder? Oh nein, dieses Café ist nicht geöffnet und wir werden es auch nicht öffnen in nächster Zeit. Es ist erstmal geschlossen. Geschlossen? Warum das denn? Ich meine, das könntest du doch nicht einfach machen. Wieso? Wann wird's wieder geöffnet? Das muss erstmal von mir überprüft werden. Also solange das noch nicht feststeht, geht hier keiner in diesen Laden. Und wie lange dauert das? Ich meine, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Was kann ich denn jetzt dagegen tun? Erstmal gar nichts. Wir müssen den Laden jetzt erstmal richtig überprüfen. Aber ich bin ganz ehrlich zu Ihnen, die Chancen stehen nicht wirklich gut. Also das kann doch wirklich nicht wahr sein. Jetzt bleibt mir dieses Tuch hier als einziges Andenken an meinen Laden und vielleicht kann ich nie wieder rein. Das ist echt furchtbar. Wie soll ich das nur meiner Familie jetzt erklären? Ich meine Martin und den Kindern und oh, dieser Laden hat mir auch so viel bedeutet. Claudia, bitte warte. Bleib stehen. Hey! Hä? Was wollen Sie von mir? Ich meine, was soll das Ganze? Ich meine, Claudia, ich bin jeden Tag in diesem Laden. Wirklich jeden Tag im Café Fun. Und was soll ich denn jetzt machen? Kannst du mir nicht zu Hause vielleicht einen Kaffee oder ein Latte Macchiato machen? Sind Sie total verrückt geworden? Ich meine, Sie sind ein Kunde von mir. Ich nehme Sie doch jetzt nicht mit nach Hause. Ach, Sie müssen jetzt erstmal auf das Café Fun verzichten. Oh, was ist nur mit dem los? Okay, Julian, also ich bestimme jetzt das Fernsehprogramm für die nächsten 5 Stunden und die Stunden danach kannst du dann das übernehmen. 5 Stunden, ist das nicht ein bisschen übertrieben? 5 Stunden Pepper Woods, oh, das geht ja gar nicht. Ach, ich meine, wenn in den Ferien sonst nichts zu tun ist und das Wetter nicht so dolle ist, dann kann man doch auch mal vorm Fernsehen rumhängen, oder? Oh. Hey Emma, ich hätte eine super Idee. Wie wär's, wenn du die ersten 5 Stunden einfach alleine guckst, ne? Ich komm dann gleich wieder. Oh Mann, was für ein furchtbarer Tag das nur heute ist. Das ist echt, ich weiß auch nicht. Mama, warum weinst du denn? Ist was passiert? Ach, Julian, schon gut. Alles in Ordnung. Mama, du brauchst doch nicht weinen. Also, nur weil du vergessen hast, Donuts vom Café mitzubringen, das finde ich nicht so schlimm. Ist doch überhaupt kein Problem. Julian, was hast du mit Mama gemacht? Warum weint sie? Ich habe gar nichts mit Mama gemacht. Ich meine, nein, also sie ist schon so weinend in die Küche gekommen. Mama, wisch dir doch erstmal die Tränen weg. So schlimm ist das nicht. Was auch immer passiert ist, hier, nimm das Tuch. Das nehme ich besser nicht. Das ist der Abwaschlappen vom Café und... Naja, wie soll ich das sagen? Das Café gibt's jetzt erstmal nicht mehr. Das hat zugemacht. Bitte was? Was? Wieso denn? Warum hat das jetzt zugemacht? Und was mit unseren Donuts ja. jetzt? Ja! Ach, Kinder, ich weiß es auch nicht. Dieser Tag hat einfach nur furchtbar gestartet und ich hab ja auch von nichts geahnt. Dieser Mann vom Gesundheitsamt, der hat's zugemacht. Gib mir sofort seine Nummer. Ich ruf den an und dann kriegt er richtig Ärger von mir und dann machen wir das Café Fun wieder auf. Ach, Julian, ich glaube, so einfach ist das nicht. Ich meine, das hat er offiziell geschlossen. Er wird irgendwie seine Gründe haben. Gib mir bitte das Telefon. Guten Morgen. Ach, ich glaube, heute wird's ein richtig guter Tag, ja. Hi, Martin. Ja, ein richtig toller Tag. Was ist denn hier los? Ist irgendwas passiert? Julian, du hast doch nicht wieder irgendwas gemacht, oder? Ach, Martin, die Kurzfassung. Das Café Fun ist zu. Das Gesundheitsamt hat's zugemacht. Und ich glaube, irgendjemand hat mich angeschwärzt. Ich weiß auch nicht. Okay, das ist ein Fall für uns, Emma. Wir müssen jetzt gucken, was hier passiert ist. Ich meine, ich möchte meine Donuts wieder haben. Ich auch.
Also ich verstehe das nicht. Also wie kann jemand was Schlechtes über das Café Fun schreiben? Also Claudia, sonst wir suchen dir einen anderen Job. Huh? Bitte damit, Martin, ich kann das Café Fun doch nicht einfach so aufgeben. Das Café bedeutet mir viel. Ich suche mir keinen anderen Job. Du hast gut reden. Okay, Julian, was machen wir jetzt? Wie können wir das jetzt mit dem Gesundheitsamt klären oder wie das heißt? Und wann macht das Café wieder auf? Gute Frage, aber ich denke, wir sollten erstmal Google fragen. Ich guck mal, was über das Café Fun da steht. Das ist eine super Idee. Und dann gehen wir dem Gesundheitsamt an den Kragen. Claudia, Schatz, vielleicht sollten wir uns einfach mal ausruhen, besonders nach diesem Tag. Vielleicht hast du recht, Martin. Oh, das war ein ganz schöner Stress. Ich muss erst mal runterkommen. Hallo, ist jemand zu Hause? Hallo, ich bin wieder vom Gesundheitsamt. Wer mag das denn sein? Ist Hanna vielleicht schon wieder zurück? Das kann doch nicht wahr sein. Was wollen Sie hier? Ich meine, Sie haben mir meinen Tag auch so schön ruiniert. Also ich bin immer noch an der Sache dran. Und ich meine, wenn es hier zu Hause bei Ihnen nicht sauber ist, dann weiß ich ja ganz genau, warum es auch nicht im Café sauber ist. Was soll das denn jetzt? Ich meine, Sie können doch hier nicht alles untersuchen. Was machen Sie hier in meinem Haus? Hier ist es sauber. Naja, also Keime, die kann man ja nicht sehen, ne? Deswegen habe ich hier ein kleines Labor immer mit und ich überprüfe das jetzt erstmal mit meinen Werkzeugen. Lass mich raten, das ist doch bestimmt der Typ, der auch bei dir im Café war, der vom Gesundheitsamt. Ja, das ist er. Und ich meine, jetzt versucht er irgendwie was hier bei uns im Haus zu finden. Ich weiß nicht, was los ist. Also Sie haben jetzt meine Frau zum Weinen gebracht, ha? Wie wär's, wenn Sie sich jetzt mit mir anlegen, ha? Martin, lass das, das bringt doch nichts. Ich meine, das macht's nur schlimmer. Wie meinst du das, das bringt nichts? Lassen Sie mich los! Oh Mann, ich glaube, ich hab's. Guck mal, die ganzen schlechten Bewertungen. Ganz, ganz viele. Oh Mann, und das kann der Grund sein, warum der Laden zugemacht hat. Ja, zu viele schlechte Bewertungen. Die Leute mochten den Laden nicht. Ja, aber das Komische ist, diese ganzen Bewertungen, die schlechten, die kommen von einer Person. Sogar über 100 Stück. Das müssen wir unbedingt Mama zeigen. Das machen wir, Julian. Komm, unsere Donuts, die können wir uns nicht so leicht aus dem Kopf schlagen. Also ich muss schon zugeben, ich habe hier nichts gefunden. Es ist sowas von sauber. Oh, erstaunlich. Habe ich Ihnen doch gesagt. Ich meine, was suchen Sie hier überhaupt hier? Ich weiß auch nicht, warum mein Café geschlossen wurde. Alle waren so zufrieden. Da-da-da-da! Und jetzt bin ich da, Meisterdetektiv Julian Vogel. Ich weiß, warum es dazu gekommen ist. Hier, guck mal, was hier steht. Hier hat jemand Bewertungen geschrieben. Zum Beispiel sowas, ich wurde vom Essen krank, die Toilette stinkt, ich stink... Ach so, nee, das ist eine andere Bewertung. Hier sind ganz, ganz schlechte Ungeziefer hast du wohl. Aber das sind ja ganz schön viele und viele auch von einer Person. Aber ich kenne doch eigentlich meine Kundschaft. Das sieht wirklich nicht gut aus. Also ich weiß ja nicht, aber haben Sie irgendwie in letzter Zeit Probleme mit jemandem? Vielleicht möchte ja jemand, dass unbedingt der Laden geschlossen wird. Aber das können Sie meiner Frau doch nicht antun. Ich meine, das ist Ihr Laden, das ist Ihr Herz, verstehen Sie? Ja, und Julian, du hast doch was Wichtiges vergessen. Die eine Person, das hast du doch vorhin gesagt. Maren S. Maren S.? Aber das wird doch wohl nicht Maren Schnösel sein. Meine Schwester. Oh, warten Sie. Maren Schnösel, das sagt mir was. Ist das nicht diese Restaurant-Influencerin oder so und Restaurantkritikerin? Im Prinzip macht sie wirklich viel im Internet. Instagram und all solche Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Und so wie es aussieht, möchte sie auch immer ganz schön viel Geld haben. Kann es nicht sein, dass sie einfach für Bewertungen bezahlt wurde? Naja, das könnte natürlich sein. Ich glaube, ich habe ein bisschen voreilig gehandelt, den Laden zu schließen. Eieiei, ist das peinlich. Ich verspreche Ihnen, ich werde nochmal alles prüfen und wenn dann alles in Ordnung ist, dann öffnen wir den Laden natürlich wieder. Oh yes. Ja, das heißt wieder Donuts für uns dann. Ja. Naja, ich glaube, die besten Kunden sind noch Julian und Emma, oder? Das glaube ich auch. Oh, ihr seid so lieb.